Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Ich mag Sand nicht. Er ist kratzig und rau und unangenehm. Er ist einfach überall. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit einem epischen Stream über den Wüstenplaneten. Und hier ist euer Gastgeber. Hier ist Chris. Dienstagabend, 20.30 Uhr. Hier ist Nerdizismus. Hier ist der Dune Talk. Und ich bin heute nicht allein, mein Name ist Chris. Nein, ich habe noch ein paar Kollegen mit dabei. Den schwer atmenden Menschen, der sein Mikro jetzt noch mal ganz kurz ein bisschen näher von der Nase wegmacht. Zu meiner Rechten, das ist der Golja. Ich grüße dich, hallo. Hi, guten Abend. Unter mir haben wir den Raphael. Hallo, und der gute Mann schnauft nicht ins Mikrofon, er imitiert einen Coriolis-Sturm. Und der Mann, der auch bei uns das Intro spricht, das ist der Sascha. Hallo. Ich habe immer noch keine Tantiemen bekommen dafür. Das ist doch hier Common Copy Grounds, wie man das nennt. Wir werden heute über Dune sprechen. Dune kennt ihr vielleicht, das war eine Band, die gab es von 1995 bis 2003. Und hat uns viele schöne Stunden mit Musik gebracht und wurde inspiriert durch ein Werk, das jetzt als Remake wieder im Kino ist, nämlich Dune, der Wüstenplanet, jetzt als Remake von Denis Villeneuve. Und darüber wollen wir heute sprechen. Wir werden auch ein bisschen über den Lynch-Film reden, über die Sci-Fi-Filme, vielleicht auch ein bisschen mal Chodorowski streifen. Wir werden über das Buch reden und wir werden so ein bisschen Worldbuilding betreiben. Und an der Stelle deswegen meine Warnung an euch, hier wird es zu Spoilern kommen. Wir haben uns überlegt, wie wir das machen sollen, aber ganz ehrlich, bei einem Buch, das jetzt fast 60 Jahre auf dem Buckel hat, wer das jetzt als Sci-Fi-Fan heute noch nicht kennt, dem kann ich auch nicht helfen. Ja. Ich muss aber an der Stelle trotzdem noch mal kurz bitte, Kolja, trotzdem noch mal kurz, sei so nett, irgendwie dein Mikro vielleicht mal wirklich so ganz weg von der Nase, weil das ist ein, es wird später schwierig auf der Aufnahme, das rauszuschneiden. Ja, ich stelle mich stumm. Oder so, genau, perfekt. Also, wer den Villeneuve-Film oder den Lynch-Film noch nicht gesehen hat oder gar nichts auf Dune weiß, wir werden natürlich vielleicht so bei Heavy Spoiler mal ganz kurz so ein bisschen drauf eingehen und sagen, Achtung, jetzt geht's in Spoiler-Territory, aber seid hiermit gewarnt. Ja, liebe Freunde der guten Science-Fiction-Unterhaltung, mal so reihum gefragt, Raphael, fangen wir mit dir an. Wann hast du das erste Mal was von Dune mitbekommen? Ich glaube, da war ich so 14. Und das war, glaube ich, vorher mit 12. Das war der Lynch-Film. Und mit dem Buch hatte ich kaum Kontakt. Dann war es Dune 2, was mir mal irgendwie auf Diskette zugespielt wurde. Und dann dachte ich mir so, ach ja, der Film ist schön. Ich sehe das Buch in der Buchhandlung. Über 900 Seiten. Da kriegst du was fürs Geld. Und danach dachte ich nur, oh mein Gott, was hat dieser Mann aus diesem wunderschönen Buch gemacht? Sascha, was war mit dir? Fast das Gleiche. Also ich habe damals mit Sebastian, mit dem ich ja den Sirenen-Podcast zusammen mache, auf einem alten Röhrenfernseher 4:3 den berühmten Film UN gesehen, weil der nämlich ein Letterbox-Format war, aber schön rechts und links alles zusammen abgekattet. Das heißt, aus Dune wurde UN. Wir haben damals wahrscheinlich nur die Hälfte gesehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Der Rest war weg. Aber es hat uns trotzdem optisch sehr beeindruckt, als junge Menschen, keine Ahnung, wahrscheinlich auch so 12, 14 Jahre alt, dann natürlich das Computerspiel, genauso Dune 2, der Vorläufer von Command & Conquer, der quasi ein Genre geprägt hat und auch hier ein bisschen hier oben ein paar Bausteine zurechtgelegt hat für das spätere Computerdasein. Und dann habe ich, glaube ich, vor 10 Jahren oder sowas mal angefangen und habe mir mal in einer Lust- und Laune-Aktion die Miniserie besorgt und Kinder auf Dune. Und
habe dann auch in dem Zuge mir die Bücher angeeignet und zugelegt und habe die jetzt alle durchgearbeitet, auch die Verrückten ganz am Ende der Reihe und habe sogar die Prequels gelesen, die Brian zusammen mit dem Star Wars Autoren geschrieben hat. Und den Gottkaiser schnappe ich mir hin und wieder mal. Ich weiß, Micha, dem wir den ans Herz gelegt haben, der wird dir die Hände beim Kopf zusammenschlagen. Aber den lese ich tatsächlich regelmäßig, weil ich den für den besten Band der Reihe halte. Ja, okay. Michael, werden wir diesen Band aber auch über den Kopf schlagen, weil er ihn... Wir ihn sehen, ja. Ich werde an dieser Stelle immer öfter mal, wenn ihr so ein bisschen abdriftet, mal so als Guideline für den Hörer respektive Zuschauer fungieren, euch dann da wieder mal ein bisschen so aus der Nerd-Ecke rausholen. Kolja, wann hast du denn das erste Mal was von Dune gehört? Das erste Mal von Dune gehört war 1984, als dafür die Werbung für den Film lief, sei es im Fernsehen oder im Kino. Und dann war ich dann auch schon relativ zeitnah, sei es noch im Dezember oder im Januar tatsächlich, damals im Kino gewesen und habe den im Kino gesehen. Direkt zeitnah danach dann das Buch zum Film gekauft und ja, dann nicht mehr aufgehört. Die einzelnen Bücher dann halt, die danach folgten, inklusive der Enzyklopädie, jetzt natürlich auf Englisch in den diversesten Auflagen. Kinder von Dune natürlich auch, beziehungsweise Dune, die Miniserie damals auf Sci-Fi. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir das auf Deutschland, ich glaube, das lief auf Pro7, kann das sein? Ja. Ich meine auf Pro7, ne? Damals hatte ich das da geschaut. Also Dune hat mich konstant begleitet. Und dann natürlich zwischendurch immer wieder, oh, jetzt ist ein Film auf DVD rausgekommen, sofort mitnehmen oder vorher auf Videokassette und mitnehmen und also war immer da irgendwie. Und ja, Gottkaiser ist das beste Buch. Ja. Da müsst ihr vielleicht gleich nochmal ein bisschen sagen, was ihr damit Gottkaiser meint. Für mich war Dune ein Star Wars Methadon. Ich glaube, ich habe überlegt, wann ich darüber gestolpert bin. Ich glaube, ich habe den einfach mal auf gut Glück aufgenommen, als der so samstagabends 22.15 Uhr mal in der ARD lief. Wie immer fehlten natürlich die ersten 5 Minuten auf der Aufnahme, sodass ich das Intro von Prinzessin Irulan jahrelang gar nicht kannte, was für das Verständnis des weiteren Films nicht förderlich war, ja, weil ich nicht groß eine Ahnung hatte, worum es ging. Und wir hatten ja nichts. Wir konnten ja nicht einfach eine Wikipedia aufschlauchen. Ja? Alles, was ich hatte, war irgendwie so ein Sci-Fi-Filme-Buch, wo dann so ein bisschen was drin stand, aber das hatte ich auch erst später. Und von daher war das immer so ein Star Wars-Ersatz, aber der hat es natürlich, dann könnte, wie alt wäre ich dann gar gewesen sein, 12, 13 oder so. Und der hat es natürlich nicht gebracht, logischerweise, weil das ja ganz anders ist. Trotzdem hat dieser Lynch-Film, der hat, ich habe es für Michael im Chat schon geschrieben, der hat für mich wie so ein Bond-Film oder wie so ein Bud Spencer-Film. Wenn der im Fernsehen kommt, bleibe ich halt hängen. Auch wenn ich den schon x-mal gesehen habe und trotz aller Schwächen und das ja filmisch auch eher, wenn man keine Ahnung von der Materie hat, weiß ich gar nicht, ob man überhaupt versteht, was da passiert. Aber trotzdem hat er irgendwas. Und ich greife meiner These oder meiner Meinung zu dem Villeneuve-Film etwas voraus. Dieses gewisse schöne Sequoia kann ich bei dem Villeneuve-Film auch nach dem zweiten Mal gucken irgendwie nicht finden. Ich weiß es nicht warum. Ich hoffe, ihr könnt mich vielleicht irgendwie davon überzeugen, was mit mir nicht stimmt. Kolja, ich habe so ein bisschen mitgekriegt und du hast es auch in der Twitter-Gruppe so geschrieben. Ich kann den Film sowieso auswendig, deswegen gehe ich mal davon aus und sage, du kannst ja ein bisschen unterstützen oder ihr drei könnt ja das ein bisschen unterstützen. Was muss ich denn eigentlich essentiell über diese Welt von Frank Herbert wissen, damit ich wirklich gut und gut vorgebildet in diesen Film gehen kann? Was sind so die Basics? Die Basics, da kann man natürlich weit ausholen, was natürlich unsinnig in dem Moment wäre. Also ich glaube, wenn du jetzt den Villeneuve-Film gesehen hast, da die Basics, die sind da schon ganz gut drin verarbeitet. Es spielt weit in der Zukunft. Ähnlich wie der Lynch-Film redet man hier vom Jahr 10.191, was ja schon die erste Lüge ist. Aber das packen wir mal da rein, damit der Zuschauer erstmal irgendeine Zahl hat, an die er sich festkrallen kann. Das ist nämlich nicht 10.191 Anno Domini, sondern nach Beginn der Gilde. Also wir sind in Wirklichkeit noch
noch viel weiter, in der Zukunft, knapp über 20.000 Jahre. Und schlussendlich hat sich dort ein feudales Herrschaftssystem entwickelt mit einem Imperator an der Spitze. Dazu kommen wir sicherlich im Verlauf unseres Gesprächs noch also auf die Details. Einem Imperator an der Spitze und darunter sind verschiedene Häuser, große Häuser, kleine Häuser. Eines der kleineren Häuser, das sind dann unsere Schätze, unsere Atreides, die dafür bekannt sind, Reis zu exportieren von ihrem Planeten. Und das Ganze, wie gesagt, Feudalherrschaft, und das spiegelt sich dann auch so ein bisschen, denkt man erst daran wieder, ach, die tragen alle Schwerter und warum benutzen die keine Laserwaffen? Und das hat alles Sinn und Zweck. Das muss man aber, glaube ich, nicht zwingend verstehen, warum das so ist, sonst sitzen wir wirklich noch in 2 Stunden hier. Schlussendlich, was man wissen muss, ist, dass dieses riesige Weltall, was von den Menschen erobert wurde, die Erde nicht mehr kennt. Es sind riesige Entfernungen, die überbrückt werden. Dafür gibt es eine Raumfahrergilde, die mit ihren Raumschiffen dann von A nach B Menschen transportieren. Damit ist man natürlich wahnsinnig abhängig von denen. Und indirekt ist man da abhängig von einem besonderen Mittel, dem Spice, dem Gewürz, das es nur auf einem einzigen Planeten im gesamten bekannten Universum gibt, nämlich Arrakis, genannt Dune. Und mehr muss man erstmal nicht wissen, außer natürlich, dass es gerade 2 berühmte Häuser gibt, die in einem Kriegszustand miteinander leben und dass der Imperator den Herzog Leto so gar nicht sexy findet, weil alle anderen den nämlich toll finden. Und das meine ich, muss man verstehen, und der Rest, der ergibt, sollte sich dann aus dem Film ergeben. Also wenn man jetzt noch wirklich erklärt haben muss, was oder wie Bene Gesserit, Kwisatz Haderach und sonstige Dinge sind, ich glaube, dann hat man eh verloren. Also wenn der Film das einem nicht rüberbringt, dann, und das tut er zum Glück, denke ich, meine Mitstreiter mögen mir da widersprechen, also das ist so das Minimum, was man wissen muss. Das Einzige, was ich da bekritteln möchte, ist... Ach, sei doch still! Ja. Deine Aussage, dass man nicht erklären muss, warum die alle mit Schwertern kämpfen. Also Das habe ich als Kind nie verstanden und es hat mich höchst irritiert. Ein bisschen auch die Umgebung, also die Leute in meiner Umgebung im Kino betrachtet. Das war bei Weitem nicht ausverkauft in Cottbus, muss man dazu sagen. Und da guckte ich doch in sehr fragende Gesichter, auch im Nachgang. Und ich habe es auch mit Pike zusammen geguckt, der den Geocaching-Podcast in Cottbus betreibt, der auch jetzt das Buch nicht gelesen hat, den Dune-Film von 84 so kennt. Und glaube ich, die Miniserie auch. Der wusste zum Beispiel, der hat sich schon gefragt, warum die da ständig mit Schwertern kämpfen und nicht mit Lasern, obwohl da natürlich auch Laser drin vorkommen in dem Film. Sehr zur Freude von Raphael, das hat er mir schon im Nachgang sofort geschrieben. Nämlich, dass die Schilde mit den Lasern interagieren und dann quasi beide in die Luft fliegen. Das sollte man vielleicht schon wissen, weil sonst stellt man sich schon die Frage, die haben doch Strahlenwaffen, die haben doch Projektilwaffen, warum benutzen sie nicht und warum kämpfen die ganz klassisch mit Schwertern Mann gegen Mann und Frau gegen Frau und Frau gegen Mann und Mann gegen Frau. Genau, das ist also eine ganz essentielle Technologie, basiert alles auf dem Holzmann-Effekt, so funktionieren diese Körperschilde, so funktioniert auch teilweise, wird es genutzt für den Raumflug, der natürlich da auch das Spice ein essentieller Teil ist, aber das ist der technische Anteil. Und dieser Holzmann-Effekt ist eigentlich für so, ich glaube, für die Hälfte der Technologien in dem Universum verantwortlich. Und ich glaube, das, was im Film nicht so ganz rüberkommt, es gibt keine Computer. Es wird alles über Menschen gemacht, weil es wird immer nur angedeutet, es gab vor den Butlers Dschihad, in dem alle Denkmaschinen zerstört wurden. Weil es gab auf jeden Fall, das erfahren wir im ersten Buch, vor langer, langer Zeit einen großen Konflikt, in dem es zwischen Menschen, also denkenden Maschinen und Menschen ging. Und deswegen gibt es quasi ein fast religiöses Dogma, man soll keine Maschine nach seinem Ebenbild schaffen. Und deswegen übernehmen solche Rechenaufgaben alles Menschen, speziell Trainierte und man könnte auch schon fast sagen Gezüchtete. Nämlich besagte Mentaten, etwas, das ich finde, dass man auch durchaus noch erwähnen sollte, welche Funktion so ein Mentat hat. Denn auch das kommt in keinem der beiden Filme wirklich zur Geltung, dass es irgendwie erklärt wird. Auch diese imperiale Konditionierung ist ganz am Rande, aber dazu kommen wir dann ja gleich noch. Also Mentaten, korrigiert mich, wenn ich richtig bin, sind eigentlich, du hast es gerade gesagt, Raphael, gezüchtete Menschen, die halt enorme Hirnleistungen vollbringen und praktisch so, ja, fast schon datamäßige Berechnungen im Kopf machen können. Und für jedes Haus sozusagen als strategischer Berater, als Konziliäre sozusagen zur Verfügung stehen.
Ja, es gibt mehr oder weniger ganz viele große Schulen. Also die Bene Gesserit sehr politisch mit einem großen Zuchtprogramm. Das wird uns aber im Film auch erklärt. Wir haben die Mentatenschulen, wo mehr diese logischen Fähigkeiten trainiert werden. Wir haben die Gilde, die halt sich auch Leute dementsprechend suchen. Aber was bei denen abläuft, ist noch ein bisschen fieser, was leider im neuen Film überhaupt nicht rüberkommt. Sie werden einfach nur genannt. Wir haben dann halt noch, das sind dann teilweise ganze Planeten wie die Bene Tleilax, die sich wirklich nur auf Medizin und Bioengineering konzentrieren. Wir haben IX, ein Planet, der sich quasi förmlich nur um Technologie kümmert. Also wir leben dort in einer Welt der Extreme. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das entweder die X-Xianer waren oder die Tleilaxu, die wir gesehen haben, als der Harkonnen-Chef sein Schlammbad genommen hat. Diese weißen Gestalten mit den schwarzen Augen. Die habe ich gleich irgendwie auf X verortet. Bevor wir jetzt uns in das Silmarillion begeben, kann man aber, glaube ich, schon festhalten, dass das Universum und auch das Lore und das Ganze drumherum schon, und das können, glaube ich, viele einfach besser greifen. Und deswegen, ich weiß gar nicht, ob Hardcore-Dunes-Fan werden diesen Vergleich wahrscheinlich hassen. Ich bringe ihn jetzt aber trotzdem, weil ich keiner bin. Es ist halt schon Herr der Ringe in Space. Jetzt nicht von der Geschichte her, aber von der epischen Worldbuilding-Geschichte außenrum. Ja. Ich würde es eher mit Game of Thrones vergleichen, obwohl ich das jetzt auch nicht so richtig gesehen habe, aber dieses Spiel der Häuser untereinander und die verschiedenen Machtstrukturen, vielleicht auch eine äußere Bedrohung, obwohl es da kein Spice gibt, glaube ich. Da gibt es nur Drachen. Das ist richtig. Ja, ein bisschen Game of Thrones ist auch drin, aber wenn ich halt mir, ich höre gerade nochmal das Hörbuch von Dune nochmal, das ist schon sehr aus, wie gesagt, es werden halt viele Begriffe reingeworfen, wie zum Beispiel dieser Butler's Jihad, also der Aufstand gegen die KI, gegen die Menschen, und es wird nicht erklärt. Also ist einfach so, ja. Und das kenne ich halt im Grunde genommen auch so ein bisschen aus Herr der Ringe, wo halt auch so, ja, der Blablabla Gon zeugte Dülde und dann haben die Dülde gemacht, ja. Und fertig, ja. Und ja, ja. Das ist natürlich so ein bisschen so, also das ist, man kann sich in dieser Welt und Sascha, wie viele Romane gibt's? Du hast sie alle gelesen, hast du im Vorgespräch gesagt. Oh Gott, sind 7? Helft mir mal. Es sind 8. 8, okay. Es sind 6, wovon redet ihr? Nee, danke, danke. Wenn wir nur von den Guten reden, sind es sogar nur 4. Ja. Ich glaube, wir zanken uns heute hier noch. Also, was noch zwei Bände aufgeteilt, wir haben Dune, oder? Ach Quatsch, wir haben Dune Messiah, wir haben Children, wir haben God Emperor, wir haben Heretics und wir haben Chapter House. So, 6. Er wollte das 7. schreiben, ist aber vorher gestorben. Und damit ist ja Dune zu Ende. Es gibt sicherlich noch die in Deutschland 2-bändig, in Englisch einbändige Enzyklopädie, aber das war es dann auch schon. Und nein, die Bücher von Brian Herbert gibt es nicht. Ja, das habe ich in der Vorbereitung zu diesem Stream auch festgestellt. Es gibt ähnlich wie bei Star Wars inzwischen sowas wie Legends, ja, oder auch wie im Star Trek Fandom so, oder bei, was weiß ich, Indiana Jones, Dinge, über die man nicht redet. Das hat irgendjemand gemacht, aber das ist so, da reden wir nicht drüber. Und gewisse Bücher des Sohnes von Frank Herbert zählen wohl irgendwie dazu. Ja. Der nicht so talentierte Sohn von Frank Herbert. Der talentierte Sohn ist an HIV gestorben in den 80ern, glaube ich. Und die waren sich eh nicht so grün. Verstehe. Okay. Also Herbert ist so ein Typ, da muss man Person von Werk trennen. Ja. Also er ist, sagen wir mal, schwierig. Führ es doch noch etwas weiter aus. Das überlasse ich Raphael. Man könnte sagen, er ist ein wenig homophob gewesen. Ich überlege gerade, ob das irgendwie in den Werken jetzt so offensichtlich, also es ist, Female Empowerment ist es nur bedingt. In manchen Dingen ja, in manchen nicht. Ich habe mir erklären lassen, es ist keine White Savior-Geschichte, auch wenn die gerne reininterpretiert wird.
weil das Pauls Hautfarbe im Grunde genommen nie großartig genannt oder thematisiert wird. Also das ist wohl im Grunde genommen nicht so. Aber ich war eigentlich bei diesem Worldbuilding. Also wir haben da die Bene Gesserit, das ist so eine Hexen- oder Priesterinnenkaste, kennen wir auch aus Star Trek von den Romulanern, nur ohne Katanas. Dann haben wir die Mentaten, das sind diese menschlichen Computer. Dann haben wir diese Häuser. Und vielleicht sollte man noch eine Sache erwähnen, die eigentlich wirklich erst im Villeneuve-Film rüberkommt, ist nämlich, dass diese Bene Gesserit, du hast es gesagt, Sascha, A, Züchtung betreiben, um den Kwisatz Haderach, also so den Messias zu erschaffen. Aber sie legen auch, und das war was, was der Lynch-Film überhaupt nicht macht und was natürlich dann auch den Paul in einem ganz anderen Licht erscheinen lässt, sie legen ja auf vielen Planeten self-fulfilling prophecies. Missionaria, ich habe es gerade vergessen, wer weiß es? Protektiva. Genau. Das heißt, so wie ich das mitkriege, das heißt, sie haben überall ihre Nonnen, die einfach seit Jahrhunderten Prophezeiungen streuen, just in case. Ja, aber auch nicht nur wegen Kwisatz Haderach, sondern einfach auch nur, falls eine von denen dort landet, dass sie Notlandung hat, dass es immer als heilige Frau geht, die geschützt werden muss. Ja. Genau. Und das ist ja auch, gerade auch im ersten Buch ist das ja auch ganz schön, als Jessica dann auch bemerkt, oh, die haben auch das mit dem Sohn da installiert, das passt also perfekt und da können sie sich dann auch entsprechend bei den Fremen, wir kommen da sicherlich noch zu, installieren und reinbringen. Und genau das ist es. Ich wollte ganz kurz eine Rolle rückwärts machen. Du hattest ja das Worldbuilding gemacht und das mit Herr der Ringe verglichen. Dem kann man eigentlich zustimmen. Also er hat schon eine extrem gut in sich stimmige Welt, nämlich Arrakis und das Drumherum geschaffen und hat auch viele Dinge gewusst, die er einfach so eingestreut hat. Also Begriffe, die wirklich nur einmal aufgetreten sind, die danach vielleicht nie wieder gekommen sind, aber wo er sicherlich eine Idee dazu hatte, was das bedeuten könnte. Und da würde ich schon sagen, der Vergleich passt eigentlich schon ganz schön mit Herr der Ringe, weil dort etwas gemacht wurde, was es bis dato in dieser Form nicht gegeben hat in der Science Fiction, genauso wie es beim Fantasy der Herr der Ringe war. Deswegen, ich habe tatsächlich Game of Thrones immer noch nie gelesen, aber ich denke, das ist ja eher so ein, da ist jetzt, glaube ich, nicht so viel Neues dabei. Das ist halt eine aufgeblähte Fantasy-Geschichte. Das hätte man, davon gibt es viele, die halt, Häuser hat. Und das ist halt bei Dune und bei Herr der Ringe damals anders gewesen. Das ist halt etwas, was bis dato nie da gewesen war. Und deswegen ist ja auch beides, glaube ich, zur damaligen Zeit nie so gut angenommen worden erst. Ja, und beides galt ja als unverfilmbar, ne? Also ich sehe da auch... Ist es immer noch. Sehr große Parallelen. Und wir haben ja damals mit Raphael, er sitzt ja da, genau, einen Podcast aufgenommen. Da ging es um unsere Erwartungen an Dune. Und wir haben überlegt, also wenn man zurückdenkt, mein Gott, wann ist Herr der Ringe rausgekommen? Vor 20 Jahren wahrscheinlich inzwischen, ne? Fast 15, 20 Jahre. Da hatten wir ja noch diese kleinen grünen Bänder im Regal stehen als Nerds. Keine Sau außer uns kannte Herr der Ringe. Ja, und wahrscheinlich hätte man alle Leute irgendwie damit totgeprügelt, ehe sie das gelesen hätten. Und dann sind die Filme rausgekommen. Und insofern hatten wir uns ein bisschen auch damit erhofft oder vielleicht erwartet oder vielleicht auch skeptisch antizipiert oder betrachtet, ob denn Herrn Villeneuve das gleiche gelingen würde mit dem anderen als unverfilmbar geltenden Franchise, mit Dune, nämlich die breite Masse in die Kinos reinzulocken. Und wenn ich mir die Reaktionen der Kinozuschauenden angucke, rechts und links, muss ich sagen, ich glaube nicht so richtig dran. Ich habe nur mal ganz kurz einen Einwurf mal zum Chat. Fokuhila Gott, er war wirklich homophob, denn er hat nämlich seinen Sohn, der am HIV gestorben ist, der war homosexuell und den hat er deswegen mehr oder weniger verstoßen. Also ich glaube, den kann man wirklich schon als homophob dann bezeichnen. Und in den späteren Bänden, die er auch noch mitgeschrieben hat, also die er auch noch selber geschrieben hat, die sind schon sehr skurril und gleiten teilweise sehr in irgendwelche Sexfantasien ab. Ja. Oder auch im Gottkaiser bezeichnet er Homosexualität als die Spielerei von unreifen Burschen, die ihre Machtfantasien ausleben wollen, aber als dort eine Runde Lesbensex fast abgeht, das findet er toll. Ja, ist langsam. Wir wollten zwar nicht über Gottkaiser sprechen, aber nicht vergessen, wer das sagt. Das lässt er ja Duncan Idaho sagen, der ja faktisch aus einer anderen Zeit stammt.
nicht vergessen. Also es gut, ist ja nicht das, so, dass, das, dass da, den da kommen wir jetzt gerade, weil für den Danken sagen. Und natürlich, der Lesbensex, der ist schon sehr skurril. Ja, aber nee, das davor über die Homosexualität, ich meine, das sagt auch Leto. Ich meine nicht. Es ist natürlich der Baron Harkonnen als Böser ist natürlich homosexuell. Ob man da jetzt unbedingt eine Verbindung ziehen muss. Ja, aber auf jeden Fall die Aussagen, die er selber über seinen Sohn gesagt hat, die treffen auf jeden Fall, die reichen. Ja, ich will jetzt nicht da groß widersprechen, nur es ist halt nicht so, dass es sich in den Büchern so extrem wiederfindet. Also es ist jetzt nicht so wie der Fremdenhass von Lovecraft in seinen Geschichten, ja, also praktisch überall drin ist, sondern er lässt mal eine Figur im Gottkaiser etwas gegen Homosexualität sagen und damit ist das Thema gegessen gewesen. Ja, das muss man sagen. Sollen wir über den Rabbi reden, Raphael und Kolja? Lass uns mal... geht ihr bisschen, eintrinken, wir reden. Lass uns mal noch ein bisschen ganz kurz noch so bei diesen Motiven bleiben und dann können wir, glaube ich, mal so den, ihr habt gerade eben schon ein Stichwort gesagt, galt als unverfilmbar und dann biegen wir so ein bisschen auf die Filme ein. Wir bleiben jetzt mal bei Dune und lassen jetzt alles, was danach kommt, ob es jetzt 4, 8, 9, 10 oder 20 Bücher sind und auch die Comics und die Netflix-Serie lassen wir jetzt mal außen vor. Die Motive sind ja schon extremst religiös mit dem Holzhammer, aber mit großen Einschränkungen. Da steckt ja auch durchaus was dahinter. Denn es hat ja, sag ich mal, einen Sinn dahingehend, dass er ja viele arabische Begriffe reingebracht hat, die Fremen ja so ein bisschen islamisch angehaucht sind und so weiter. Denn der gute Herbert hat sich ja ziemlich eindeutig, gegen Religion positioniert, oder? Interpretiere ich das falsch? Naja, ich finde jetzt in den Büchern geht es eigentlich primär um Macht und im Endeffekt politische oder religiöse Macht ist in diesem Fall egal. Bloß hier zeigt es auch noch, was dabei rauskommt, wenn beides zusammen auf einen Punkt gerät, wenn das nicht mehr getrennt ist. Und dass sogar die Person, die im Endeffekt die Macht innehaben sollte, Opfer davon wird, weil sie wird im Endeffekt davon, sie kann sagen, was sie will. Der, soweit greife ich mal voraus, der Dschihad in Pauls Namen wird kommen, egal was er tut, auch wenn er das gar nicht haben will, weil die Leute denken zu wissen, was seine Aussage ist, weil jeder ist interpretiert, weil jeder an seiner Macht teilhaben will, später auch noch in den Büchern. Gut, das ist ja dann wie bei Leben des Brian. Ja, genau, ja. Nur weniger witzig. Nur weniger witzig. So, lass uns mal auf die Filme eindenken. Also, galt als unverfilmbar. An der Stelle ganz kurz einfach nur empfohlen, schaut euch die Doku Jodorowskis Dune an, ist, glaube ich, in der Arte-Mediathek zu finden, wenn ich recht sehe. Und da geht es um ein Filmprojekt von dem spanischen Regisseur Jodorowsky, glaube ich, der zusammen unter anderem mit Dali in Ende der 70er eine Dune-Verfilmung machen wollte, ist über das Konzeptstadium und die Artworks nie hinausgekommen, aber wenn die das gemacht hätten, das wäre ein ziemlicher Mindfuck gewesen. Dann hat sich Lynch dran versucht und wer möchte ein bisschen was dazu sagen, denn der gute David möchte heute nichts mehr mit diesem Film zu tun haben und es gibt auch Versionen, da ist sein Name rausgestrichen worden oder beziehungsweise hat ihn rausstreichen lassen. Wer kann also ganz kurz ein bisschen was zum Lynch-Film sagen? Was soll man dazu sagen? Er hat halt versucht, das Buch zu verfilmen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie tief oder wie oft er das Buch selber gelesen hat. Er hat halt so wie jeder andere Regisseur sich gewisse Elemente genommen und gesagt, okay, auf die fokussiere ich mich, weil es bleibt dabei. Das Buch ist in seiner Gesamtheit unverfilmbar. Man muss schon sagen, ich fokussiere mich auf gewisse Dinge, so wie beim neuen Film, man sich sehr auf das Familiäre um Paul fokussiert, auf das Menschliche, hat David Lynch durch seine geistigen Verfassung damals, man muss sich ja nur die Filme dort anschauen, da hat er halt eine gewisse Affinität zu Themen gehabt, wie dieses Religiöse, dieser Messias-Gedanke, er stand zu der Zeit, man muss sich nur Erasert ansehen, auf Würmer und das passte alles irgendwie für ihn und er hat dann schlussendlich die Elemente rausgesucht, die er
für ihn interessant waren. Und hat aber gleichzeitig, gesteuert durch das Studio, einen Film produzieren müssen, der unterhalten sollte. So, und jetzt kommen diese Dinge zusammen. Und ich habe ihn mir extra jetzt auch noch mal bis zur Hälfte angesehen, damit ich wirklich den kompletten Vergleich habe mit den Filmen. Er ist gut. Es ist ein guter Film. Wenn man sagt, ich gucke mir diese Szene an. Diese Szene ist jetzt gut. Er hat halt etwas umgesetzt, was im Buch passiert, aber dann hat er wieder eine Szene gemacht und irgendwie fehlt da der Flow irgendwie von dem einen zu dem anderen und er steht halt auf bestimmte, ja, Sequenzen, also er steht auf dieses, der Schläfer ist erwacht, auf Visionen. Er hat aber auch nicht verstanden, glaube ich, dass diese Visionen, die Paul hat, potenzielle Zukünfte sind, mit denen er jongliert, wo er sich faktisch durchchannelt wie im Fernsehen. Okay, ich habe das, sehe ich, das sehe ich, das sehe ich, da will ich hin, das ist gut. Oh, wieso liege ich da tot am Boden? Wo sind die Menschen hin? Da waren doch alles Menschen, wo sind die hin? Also all diese Dinge kommen bei Lynch noch am wenigsten, meine ich, raus. Und da sind es einfach nur irgendwelche hier Messias, hier Prophezeiung. Und da hat er sich halt drauf extrem fokussiert. Und das ist halt typisch für den Lynch-Film gewesen. Wunderschöne Optik, hervorragende, meine ich immer noch, Schauspieler, die auch größtenteils sehr gut besetzt sind mit einigen sehr suspekten Entscheidungen. Es gibt Möpse. Das gibt es in keinem anderen Dune-Film. Es gibt doch in dem Buch keinen, aber es gibt Möpse. Ist doch hervorragend. Ja, und ein Leben ohne Möpse ist möglich, aber sinnlos. Hat schon Loriot gewusst. Da bin ich auf die Verfilmung von Band 3 gespannt, wenn dann Alia nackt trainiert. Darauf warte ich doch eh schon die ganze Zeit. Das ist ja bei Sci-Fi fast vernünftig dargestellt worden. Ganz kurz, im Chat wird gefragt, wenn ich jetzt anfange, mit welchem Buch soll ich beginnen? Dune. Was hat er für eine Frage? Ja, Dune. Und nehme ich die alte und die oder die neue Übersetzung? Alte. Die Original, warum? Englisch. Wenn ich vielleicht des Englischen nicht so mächtig bin, warum sollte ich mich um die alte Übersetzung bemühen? Weil sie keine neudeutschen Internetbegriffe verwendet, oder was? Gibt es eine neue Übersetzung? Ja. Ich lese die deutschen ja nicht, ich kaufe die nur. Ja, da war für mich einfach die Frage, wieso musste es neu übersetzt werden? Ich fand die Übersetzung an sich nicht schlecht. Ich finde nur, die alte Übersetzung wirkt gerade bei den Dialogen, die wirkt natürlicher. Die englische ist, also die neue ist vielleicht etwas präzise übersetzt, aber sie passt nicht in den Sprachfluss rein. Also ich sag mal so, wie im Stile alter Übersetzung, man hat das gesagt, was gemeint wurde und nicht Wort für Wort. Und ich finde, da ist die alte voraus. Okay, verstehe. Würdet ihr mit mir aber dann ein bisschen d'accord gehen bei dem Lynch-Film, dass der was hat? Also für mich hat er einfach was. Ja, auf jeden Fall. Es ist so von Toto, die ist natürlich auch gewöhnungsbedürftig, aber immer noch besser als das, was Herr Zimmer uns da um die Ohren schmeißt im neuen Film. Also das ist das Ding in der Unterhose, ne, Raphael? Oh, mein Trauma! Das Bild wird sich ewig in unser Gehirn gebrannt haben. Und ich habe es extra noch als GIF in dem Tweet verwendet. Ja, also ich meine, es gibt ein paar fragwürdige Entscheidungen von Lynch, aber ansonsten kann man den Film tatsächlich sehen, dass es am Ende auf dem Planeten regnet. Und die Würmer freuen sich drüber. Und die Würmer sich freuen, obwohl sie eigentlich sterben müssten. Rauchen. Ja, egal. Ja, ja. Lassen wir mal den Mantel des Sanses drüber wehen. Also ich formuliere es mal so, als Film ist es in Ordnung. Oh Gott, nimm das Bild da weg. Nimm es weg. Als Film in Ordnung, als Buchverfilmung. Da hat er mir manche viele Sachen geändert, wo ich nicht verstehe, warum. Die Katzenmelkmaschine, die Harzstöpsel, ja, die Schallwaffen. Genau, die Schallwaffen, die Module. Ja, genau. Und die Harkonnen, okay, die sind diesmal auch nicht perfekt dargestellt, aber nee. Im Buch sind das Machtpolitiker. Die sind nicht doof. Bei Lynch sind es nur kranke, perverse, dreckige, eiternde, kranke Schweine. Und wo man sich denkt, die können doch gar kein Haus führen. Den aktuellen traue ich wenigstens ein bisschen zu. Das sind zwar auch die Abziehbilder von Bond-Bösewichten, aber den traue ich wenigstens noch halbwegs zu, dass die so ein Haus zwei, drei Jahre am Laufen halten können. Den im alten Film hätte ich das nicht mal eine Stunde zugetraut. Ja gut, das haben alles, weißt du, das war ja gar nicht der Baron und Fate und Raban, die das gemanagt haben, das war Nefu zusammen mit Peiter, die haben das gemanagt, ne? Die haben sich immer abgestimmt und dann lief das auch und die anderen konnten halt machen, was sie wollten.
Ja, also ich fand, also ganz, ja klar, wir springen ein bisschen. Also im neuen Film, ich finde die Mentaten sehr schlecht dargestellt im Vergleich zum Lynch-Film beispielsweise. Ich finde sie im Lynch-Film hervorragend dargestellt. Ich finde Sufir und insbesondere Peiter, wo wir jetzt bei den Harkonnen waren, der Peiter, den wir ja auch als Schlangenzunge, Grima Schlangenzunge aus dem Herrn der Ringe kennen, wieder eine Verbindung, da kommt bis jetzt keiner dran. Und auch, wie sie dargestellt sind mit ihren gefärbten Lippen und dass sie dann, okay, der Mentat-Modus fehlt so ein bisschen, aber schlussendlich sind sie doch die alles managen da. Und das finde ich immer noch besser als auch in dem neuen Film. Gott, ich kritisiere jetzt schon den neuen Film und wir haben dabei finde ich den toll. Ich finde den als Film toll, aber nein, aber und Lynch, genau, der hat etwas einfach, ich glaube, weil ich glaube, es ist das, was ich vorhin schon sagte. Es ist dieses, man hat halt Szenen, die man sieht und man ist begeistert von dem, was man sieht. Villeneuve hat ja auch von seinem Film gesagt, oh, man sieht die Größe und wie groß alles ist. Bei Lynch war auch alles groß. Die Raumschiffe waren auch gigantisch groß und die Wüste war auch groß. Nur dann hatte man leider so plötzlich so szenische Dinge, die faktisch hier bei mir im Wohnzimmer gedreht werden konnten, wo es war dann so ein bisschen in sich nicht schlüssig. Aber der Lynch-Film lebt davon, von seiner Optik einfach, vom Visuellen, und das ist einfach toll gewesen. Ja, bei der Miniserie hast du Vorhänge, wie im Centauri-Palast. Vorhänge. Und bunt beleuchtete Menschen. Ich wollte ja die Verfilmung sehen und das hat mich da, also als Doctor Who-Zuschauer sind wir da ja viel gewohnt, auch aus den 60ern noch. Schlussendlich war es mir auch egal, weil ich wusste auch, mein Gott, das ist ein Fernsehsender, die haben eh nicht unendlich viel Geld zum Totschmeißen, die Technik war damals auch noch nicht so genial, toll, dass man fürs Fernsehen hätte tolle Sachen. Die haben sich total übernommen, total überhoben damit, mit dem Stoff. Aber ich war froh, es zu sehen, weil das Ding war dann plötzlich viel näher dran am Buch. Ja, und ja, auf jeden Fall. Und das war in sich schlüssig. Dazu muss ich nochmal sagen, zu den Fernsehverfilmungen. Also ich fand den Stil von dem ersten Buch bei der Verserierung fand ich ein bisschen zu bunt, muss ich ganz ehrlich sagen. Allerdings die Verfilmung von Messiah und Children of Dune, die sie in zwei Teilen gemacht haben, die hatte weniger Budget, aber ich fand sie vom Stil her besser. Und sie hatten es ist mir eigentlich so gar nicht so aufgefallen, letztens erst, sie hatten einen sehr jungen James McAvoy, der einfach ein schweinegeiler Schauspieler ist und der hat einen fantastischen Leto abgegeben. Ja, also und ich muss sagen, die zweite Miniserie gefällt mir deutlich besser als die erste. Ja, definitiv, da bin ich bei dir. Ja, ein Negativpunkt von der Lynch-Verfilmung und ich glaube, jeder, der das Buch gelesen hat, wird das dann bestätigen und damit fällt auch so ein bisschen, glaube ich, für uns der Film, ist einfach Paul. Weil Kyle MacLachlan ist einfach zu alt schon gewesen für diese Rolle. Er kommt einfach nicht so rüber, wie er rüberkommen müsste. Auch das klappt einfach nicht. Und damit, egal wie gut Jürgen Prochnow als Leto war, egal wie total skurril alle anderen waren, egal wie gut, schlag mich tot, ich habe die Liste mit den Namen hier, aber ist ja auch jetzt egal. Sufir, Gurney, Patrick Stewart, irgendwie hat das alles noch funktioniert, aber mittendrin hockt da dieser alte Kerl, den wir da aus Blue Velvet kennen, der da die nackte Isabella Rossellini im Arm hat und sagt, nee, das ist nicht Paul. Und das daran leidet der Film einfach, so toll wie er ist, aber er leidet an Paul. Ja, die Cypher-Serie hatte auch einen viel zu alten Paul. Der einzige Unterschied dann war, dass er dann in der zweiten Hälfte einen Bart hatte, einen Stoppelbart. Und vorher sollte er uns quasi als ein 15-Jähriger verkauft werden. Er war halt motzig wie ein 15-Jähriger. Nein, ich will nicht. Ich will nicht. Nein. Also mir war ehrlich gesagt, bis ich jetzt das Hörbuch nochmal mir vorgenommen habe, überhaupt nicht klar, dass Paul 15 sein soll. Zu keinem Zeitpunkt. Also, ich habe angefangen, das Hörbuch jetzt, bevor ich dann im Lynch-Film war. Ne? Also, im Villeneuve-Film war. Im Lynch-Film, der Yoda ist halt, was weiß ich, der Prince Adam, ne? Wie alt wird er sein? Keine Ahnung. War irgendwie nie ein Thema. Ja? Genauso wie bei Luke Skywalker auch kein Thema ist, wie alt der jetzt ist. Ob der jetzt da 15, 20 oder wurscht. Ja? und von daher war das eigentlich jetzt so nie ein Thema. Und ich war dann auch überrascht, als ich dachte, ach so, der soll so jung sein. Okay. Now everything makes sense. Naja, zumindest teilweise. Die Sci-Fi-Serien habt ihr angesprochen. Ja, sind sehr werkgetreu, allerdings auf Basis der Tricktechnik teilweise wirklich schwer zu gucken heutzutage und schwer zu ertragen. Aber wer auf Werktreue steht, bis zu einer gewissen Weile kam da nichts ran. Und dann war es lange Zeit ruhig. Und jetzt haben wir also diesen Film von Denis Villeneuve, einem Regisseur, den vielleicht der ein oder andere kennt, weil er ja den zweiten Teil von Blade Runner
gemacht hat, Blade Runner 2049. Er hat auch den Film Sicario gemacht, Arrival und dann noch Prisoners, hat noch ein paar andere gemacht. Aber so lang ist seine Filmografie gar nicht. Was ihn allerdings auszeichnet, ist, dass seine Filme sehr ruhig sind. Und sehr kontemplativ, könnte man eigentlich sagen. Im Vorfeld eigentlich gesagt, aber wenn jemand Dune verfilmen könnte, dann eher. Weil, er war auch mein Wunschkandidat, ja. Da nimmt sich noch jemand Zeit für Bilder, würde die Kritik in, auf Arte jetzt sagen. Er zeigt auch einen gewissen Mut, ne? Also ich meine, er verfilmt natürlich auch Sachen wie Arrival, wo, glaube ich, auch Leute gedacht haben, sie sehen was völlig anderes, als sie im Kino dann gesehen haben. Ja. Das fand ich auch, ich fand den Film ja auch großartig. Also ich fand ihn von der, gut, da kann er nichts für, von, über die Besetzung, also für die Besetzung und für das Drehbuch, aber ich fand es auch sehr schön umgesetzt. Ich werfe jetzt mal was rein. Ich werfe jetzt mal was rein. Ihr dürft gerne darauf antworten, ihr müsst nicht meiner Meinung sein. Ich sage jetzt einfach mal, der Herr der Ringe liest sich kacke, aber der Film war kurzweilig und Dune liest sich gut, aber der Film war ziemlich langatmig. Welcher jetzt? Der Villeneuve-Film. Den möchte ich direkt widersprechen. Das stimmt nicht. Da würde ich schon einwerfen. Der Reihe nach. Alles gut. Ich sage ja, ihr müsst nicht meiner Meinung sein. Aber ich habe bei, ich bleibe jetzt mal Herr der Ringe, die Gefährten, einen Auftaktfilm zu einer Reihe, ja, wie es hoffentlich eher Dune auch wird, war kurzweilig, hat Spaß gemacht und ich wollte sofort das nächste sehen. Ich weiß, dass es vielen Leuten hier so ging, die kamen aus dem Kino und wollten sofort Teil 2 sehen oder wollen sofort Teil 2 sehen. Ich habe mir gedacht so, och, lass erst jetzt mal. Passt für mich jetzt erstmal eine Weile. Ich bin da nicht völlig, ich erkenne die filmischen Werte und die Bilder und so, sehe ich alles. Aber der Film hat bei mir keine Knöpfe gedrückt. Ich glaube, ich kann das nachvollziehen, beziehungsweise also nachvollziehen, ich kann mich reindenken. Also ich denke anders. Ich habe den Film ja anders wahrgenommen. Mhm. Ich glaube, jemand, der total unbeleckt da reingeht, der wirklich sagt, jetzt schaue ich mal, was da kommt, für den sind manche Dinge einfach, die sind erstmal lang und da passiert erstmal nichts. Wo ich dann als der tief drin steckt, schon total angespannt da sitze und jetzt, oh mein Gott, jetzt wird er was sagen und ich drehe total ab, wenn er das sagt. Oder wenn jetzt hier die Shadowed Mapes kreischt und ihren religiösen Exzess da erliegt, weil die Jessica Maker gesagt hat und zum Glück nicht Maker Off, dass sie es Off hat sie ja nicht mehr gehört zum Glück. Das sind so Dinge, wo ich dann total angespannt schon war, weil ich dachte, oh Gott, das ist diese Szene, ich freue mich so. Ah, und ein Bekannter, mit dem ich drin war, der war dann eher so, was passiert denn hier gerade? Und deswegen, ich kann das nachvollziehen, wenn jemand das Gefühl hat, da passiert erstmal nichts. Ich glaube, da gewinnt der Lynch-Film durch die Gedanken, die man hört, weil da ist einer und steht, aber man hört trotzdem, was gerade passiert und kann es nachvollziehen. Und beim Villeneuve-Film passiert unglaublich viel in den Gesichtern der Charaktere, was man sieht, wenn man es weiß. Und das ist für einen Unbefleckten dann, glaube ich, eher eine Herausforderung in dem Moment. Ja, das genau ist ein so Film, ist bei du hast die Gedanken quasi gehört, weil du die Gesichter gesehen hast. Du weißt, was in den Köpfen vorgeht, was vielleicht auch daran liegt, dass du den 84er Dune-Film schon ein paar Mal gesehen hast und natürlich die Bücher gelesen hast. Ja, die Bücher. Und die Bücher natürlich, das Buch. Und hast du eine Ahnung, also was passiert jetzt eigentlich gerade hier? Aber ich glaube, wenn jemand so beiläufig reingeht, vor allen Dingen das größte Erlebnis war ja, wir saßen im Kino, der Film fing an und es kam Dune Teil 1 und die Hälfte im Saal so, wie Teil 1, was? Das ist nur ein Teil 1, weil es dann nirgendwo auf dem Plakat steht und da sieht man, wie vorbereitet die Leute ins Kino gehen. Also uns war ja allen klar, dass das irgendwann endet. Spoiler, ich habe natürlich auch die zweite Hälfte des oder Dreiviertel des Films einfach nur da gesessen, also jetzt ist Schluss. So, und das hat mich voll abgefuckt. Das hat mich richtig abgefuckt. Ich saß in der Pressevorführung und ich dachte so, jetzt ist Schluss. Ah, geht immer noch weiter. Jetzt ist Schluss. Ah, immer noch nicht. Jetzt immer noch nicht. Und das hat mich irgendwann so kirre gemacht, ja, weil ich eigentlich dachte, okay,
weil ich wusste halt nicht mehr, was sie genau jetzt eigentlich mit 2.2 machen. Machen sie jetzt Dune in einem und dann Children of Dune in zweiten? Oder das wusste ich nicht mehr oder hatte ich mich vorher nicht schlau gemacht, dass ich nicht ganz sicher war. Und dann dachte ich halt, okay, das endet damit, dass sie sie in die Wüste schmeißen. Paul und Jessica fliegen und dann ist ja auch ein guter Cut. Nee, okay, dann geht's noch weiter. Dann kommt noch die Geschichte mit Kainz. Dann geht's noch weiter. Dann kommt die Sache, wo sie das das Wurmterritorium übertreten. Ich sage, jetzt aber. Nein, dann kommt noch der Kampf mit Jarmis. Ich sage, jetzt aber. Nein, sie gehen noch in den Siege. Und dann, nachdem wir Uwe Ochsenknecht auf dem Wurm haben reiten sehen, dann war vorbei. Sonnenwurm. Genau. Und das hat mich beim ersten Mal gucken extremst kirre gemacht. Völlig kirre. Beim zweiten Mal gucken wusste ich natürlich, wann es ist. Es hat mir aber nicht diese. Also ich habe mich nicht gelangweilt, aber ich muss es mit Herr der Ringe vergleichen, mit Die Gefährten, und das war einfach kurzweiliger. Das hat Spaß gemacht. Ich habe es Michael im Chat geschrieben, es fehlt, ich weiß, es gibt es auch nicht im Buch, aber es hat einen Grund, warum es Comic Relief heißt. Und hier gibt es kein Comic Relief, sondern es ist alles ernst. 2,5 Stunden ist es ernst und bierernst und zwei One-Liner von Danken. That's it. Ja. Ja. Da fehlt mir so auf ein bisschen. Ich weiß, ich versuche es noch zu greifen. Ich sehe im Chat, dass es durchaus auch Leute gibt, die sagen, ähnlich wie ich, auch die Hans Zimmer Musik, die so abgefeiert wird. Ganz ehrlich, nennt mich altmodisch. Ich mag es, wenn es Themen gibt für bestimmte Charakter. Ich mag es, wenn es ein Heldenthema gibt. Ja. Ich finde sowas, das gehört für mich zu einem Kinoerlebnis dazu und kein sphärischer, Vangelis-mäßiger Soundteppich, wobei das war bei Vangelis ja noch mehr. Also ich bin ja mit einem Tinnitus aus Dunkirk rausgekommen und habe gesagt, ich gehe nie wieder in einen Film, wo Hans Zimmer die Musik gemacht hat. Und ich habe es dann mit Schrecken quasi gehört. Also ich dachte so, nein, das ist Hans Zimmer, verdammt. Und das ist ja wieder so dermaßen laut gedreht auf 11, dass einem die Ohren wegfliegen. Und dann sind die Dialoge aber vielleicht so ganz leicht geflüstert. Und dann haut Hans Zimmer wieder ein paar Hörner um die Ohren. Das Inception-Horn hat er wieder ausgepackt. Ich glaube, das große Problem ist, um nochmal auf das Ende zurückzukommen, der endet halt sehr antiklimaktisch. Also man endet jetzt nicht bei einer hoffnungslosen Situation, wo man denkt so, oh, wie kommt er da wieder raus? Sondern man endet irgendwie bei den Fremen. Es gibt diesen Mini-Zweikampf zwischen Jarmis und Paul. Und dann sieht man Uwe Ochsenknecht auf dem Wurm reiten, was irgendwie auch schon irgendwie die Spannung vorwegnimmt. Man will ja irgendwie Leute auf dem Wurm reiten sehen. Man will Paul auf dem Wurm sehen. Und dann sieht man Uwe Ochsenknecht in der Ferne hinten mal so vorbeireiten. Und ich so, ja, toll, haben wir jetzt auch gesehen. Vielen Dank. Das war auch so ein bisschen so ein Fremdschämen-Moment für mich. Einmal diesen surfenden auf dem Ding da und gleichzeitig dann, also wie gesagt, gerade ist James ja ermordet worden und dann hast du die Chani, hey, cool, und das ist erst der Anfang, Checker. Ey, was soll das denn jetzt? Die Gravitas ist da total im Arsch. Aber Chani ist eh speziell in diesem Film. Um nochmal den Vergleich jetzt zu ziehen mit Herr der Ringe. Ja, aber Herr der Ringe hatte zum Schluss noch diese nette kleine Schlacht. Und dann diese Entscheidung, wir müssen uns trennen. Du hattest einen schönen dramatischen Cut. Du hattest irgendwie so ein richtig schönes so, ja, ich möchte wissen, wie es weitergeht. Und hier ist es so, der Kenner der Bücher denkt sich so, ja, es geht jetzt erst richtig los. Wir haben im Endeffekt den Prolog. Bezüglich, dass ich das Gefühl hatte, jetzt müsste das Ende sein, hatte ich jetzt nicht, weil ich hatte mir schon gedacht, dass es ungefähr da aufhören wird. Das war für mich irgendwie so ein relativ logischer Schluss, wo man einen guten Cut setzen könnte. Ich bin allerdings sehr dankbar, dass wir keinen Comic Relief drin hatten. Also hätten wir jetzt so jemanden gehabt wie bei den Marvel-Filmen, der ständig noch mal einen sarkastischen Spruch reindrückt, das hätte mir diese ganze Gravitas kaputt gemacht, weil der Film ist schwer, der hat Gewicht. Und dass jetzt auch zum Beispiel diese inneren Monologe nicht reingebracht wurden. Ich glaube, du, Sascha, hast es ja mal gesagt, dass die nachträglich in den Lynch-Film eingefügt wurden, weil den sonst keiner kapiert hat. Ich fand es schön, die haben viel über Sachen im Hintergrund, über das Meme-Spiel. Das ist halt kein Film, den man mal so kurz nebenbei schaut. Dem Film muss man sich widmen, man muss drauf achten. Und es sind auch so viele Sachen, die nicht angesprochen werden groß, die sieht man im Hintergrund. Der Film lebt ganz viel von Details.
aber ist halt kein Popcorn-Film. Und das ist auch, das habe ich so bei Villeneuve gemerkt, der macht keinen Popcorn-Film. Der macht auch mal einen Film, wo du auch, der man nicht so bequem ist, der nicht schnelle Schnitte hat. Ich fand es zum Beispiel bei Blade Runner 2049 unglaublich toll, dass eine Zeit lang ist der Film komplett still und du hörst nur diesen Asche-Schnee, wie der durchläuft. Und der Film ist einfach nur still und der kann sacken, der kann arbeiten. Und der Film, was stimmt, also die Hans-Zimmer-Musik ist manchmal sehr erdrückend. Da hätte ich mir manchmal ein bisschen mehr Stille gewünscht. Und was mich total irritiert hat, wieso spielt ein Dudelsack bei den Atreiden? Das sind Griechen! Ich dachte Spanier. Ja, ja. Nein, Atreiden sind Griechen. Könnt ihr bitte mal erklären, weil das ist, glaube ich, was viele, also der Kenner schnalzt mit der Zunge und freut sich, aber der geneigte Zuschauer sitzt, glaube ich, nur drin und denkt sich so, was soll die Nummer mit dem Onkel und dem Stier? Kann ja, bitte mal jemand das mit dem Stier erklären? Das habe ich mich auch gefragt in dem Buch. Was? Nein, ich weiß, es steht doch im Buch. Wird sehr drauf rumgeritten, haha, auf dem Stier, ja. Dass der Opa von Aune Stierkämpfer war. Und das ist dann genau. Quasi der Stier, der den Opa umgebracht hat. Das wird ja genau. Auch im Film erzählt. Aber es wird auch, finde ich, in dem Film nicht ordentlich aufgelöst. Man sieht natürlich, dass Leto stirbt. Das Letzte, was er sieht, ist. Dreimal siehst du diesen Stierkopf und zweimal die Skulptur. Stier über sich. Und er wird ja auch mehrfach eingepackt und Paul guckt sich auch diese Stierstatue an. Es wird in dem Buch tatsächlich, es ist ein scheiß Satz, ich weiß, es wird in dem Buch besser erklärt. Ja, aber ich finde es halt auch nicht so eine wichtige Szene. Es zeigt eigentlich nur, dass die Atreiden sind Männer des Volkes. Die stürzen sich auch fürs Volk in die Arena und kämpfen dafür. Und ich finde, es wird da so ein bisschen erklärt in dem Gespräch zwischen Leto und seinem Sohn, wo es heißt ja, du musst dich mehr zurückhalten, du musst bedacht sein. Ja, aber Opa hat mit Stieren gekämpft in der Arena. Und ich finde, da haben sie es schon ganz gut genutzt. Ich hatte immer auf der Insel, als sie da auf Calderaan waren, am Anfang habe ich immer Angst gehabt, dass Luke Skywalker gleich um die Ecke kommt. Und blaue Milch trinkt. Nein, aber ich glaube, dass mit dem, dass der Stier da, dieser kleine Stier, also und auch der große, dass die gezeigt werden, das sind so, Villeneuve hat ja auch davon gesprochen, dass er Easter Eggs eingebaut hat für die Fans. Also nicht zwingend Dinge, die dann wirklich relevant sind, sondern die einfach, wo wir dann eine Freude einfach dran haben und sagen, ja, genau, das ist der Stier. Natürlich in dem Moment, wenn Leto stirbt und er sieht halt diese kleine Figur, da hat man natürlich auch sowas Symbolisches, wo er von dem großen Stier, dem Baron schlussendlich zur Strecke gebracht wurde. Also ich glaube, da hat man eine zufällige Symbolik noch drin gehabt, die vielleicht gar nicht geplant war. Ich wollte aber auch noch was kurz zu dem Knife Fight with James sagen. Da hätte man übrigens das war eine der einzigen Stellen mit wirklich Humor im Buch. Nämlich Stilgar sagt ja, er weiß ja, dass Jessica die Voice benutzen kann und ordert sie ja, du darfst nichts sagen. So, und er ist so konfus von diesem Kampf, dass Paul ihn mit dem spielt, dass er sagt, hör mal, spielt dein Sohn mit dem? Und nee, komm, sei still. Ich habe gesagt, du sollst still sein. Entschuldigung, dass ich dich gefragt habe. Also das ist so ein Moment, der wirklich irgendwo noch witzig ist, sogar in dem Buch, den er dann noch nicht mal im Film gemacht hat. Aber trotzdem, für mich selber ist auch dieser Kampf durchaus ein Höhepunkt. Aber auch hier wieder, ich kann es verstehen, wenn man es nicht so sieht, weil auch die Visionen von Paul nicht wirklich klar rübergebracht werden. Im Buch ist es ja nun mal so, er sieht diesen, er weiß, dass da ein Kampf sein wird. Er weiß, dass er, wenn er in diese Höhle geht, ein Kampf sein wird. Und es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Er kann da auf dem Boden liegen und verbluten oder er kann rausgehen und überleben. Er weiß es nicht. Das heißt, man wird die ganze Zeit darauf vorbereitet. Jetzt kommt ein Moment, ich verrate euch nicht, was passiert, im Gegensatz zum Beispiel, der Verräter ist Yui, steht auf Seite 12. Also das sind Dinge, die werden nicht überrascht. Aber das ist so ein Moment, wo man nicht weiß, wird er überleben, wird er nicht überleben. Und da hat der Film meines Erachtens nach auch versagt, weil man eben gar nicht Spannung da verspüren kann. Man kriegt zwar ab und zu gezeigt, oh, er hat ein Messer im Bauch. Ja, aber einmal macht Chani und einmal sieht er den, ey, komm, ich zeig dir, wo die Wüste ist. Das macht alles vorne und hinten keinen Sinn, dass da Spannung erzeugt wird. Wer das Buch kennt, der weiß, wie dramatisch dieser Moment ist und dass die dann zu den Fremen aufgenommen werden. Eben nicht mehr die geflohenen Adligen ohne Haus, sondern jetzt, ich bin jetzt halt in der Wüste, ich gehöre zu diesen Pennern, die keiner mag. Das ist schon was ganz Dramatisches, aber
es ist halt nicht so rübergekommen, leider. Jessica, ihren Sohn, der auch noch beiseite nimmt, nach dem Motto, ich hoffe, du bist jetzt stolz drauf, dass du deinen ersten Menschen umgebracht hast. Das hat so gefehlt. Ja, genau. Ja, das hat so gefehlt. Ich habe mich so darauf gefreut, dass sie sich da durchdrängelt und sagt, na, wie fühlt es sich, ein Killer zu sein? Aber das ist so wichtig gewesen, so wichtig. Aber ich hoffe, dass da so viel in der Richtung noch im zweiten Buch, im zweiten Film kommt. Was, soll die kommen und sagen, erinnerst du dich noch vor 3 Monaten? Wie fühlt es sich denn damals an, ein Killer gewesen zu sein? Naja, ich denke, es kommt jetzt schon mal seine Anführungsstrichen Beisetzung, wo er halt auch dann Wasser vergießt, weil er weint, was ja für die auch noch besonders ist, und dass ihm das da nochmal reindrückt. Also ich habe das Gefühl, dass sie für ein paar Sachen, um dann wirklich eine mehr Struktur zu erzeugen, und dass sie zum Beispiel deswegen, also das ist meine Hoffnung, dass sie Fate noch nicht da haben, weil der jetzt eher für den zweiten Teil da ist, weil es wird ja schon die ganze Zeit auch im Film erwähnt, es gibt noch weitere potenzielle Quisa-Zadarach, und Fate war ja auch einer. Lass uns aber trotzdem kurz bei dem Teil bleiben, okay, bevor wir dann einen kleinen Ausblick Das passt ja hier zu, weil es gibt ja einige Rollen, die hätten schon auftreten müssen, oder? Ja. Darüber können wir gerne reden, genau. Müssen. Es hätte, die Fenrings hätten wenigstens erwähnt werden müssen, ja. Fate hätte auftauchen müssen. Klar, sie haben all diese Figuren nicht eingebaut, weil man, wäre man an diesen Schauspieler gebunden. Man wollte halt nicht jetzt einen casten, den man im Zweifel, deswegen weiß man auch nicht, ich könnte mir auch vorstellen, dass Gurney oder Sufi nie wieder auftauchen, falls die Schauspieler sich da nicht einig werden. Und außerdem könnte ich mir vorstellen. Und Fate ist jetzt auch noch nicht so wichtig in der ersten Hälfte, den kannst du locker weglassen. In der Anfangsszene bei den Harkonnen wäre er ja wichtig gewesen, weil ihm da ja alles erklärt wird und er dann Teil dieser Gruppe ist, Brabant, Baron, aber da die Szene ja eh nicht war, wie sie ist. Ja, aber er macht danach nichts, er ist nur dabei, es wird ihm erzählt. Das kannst du auch locker in den zweiten Teil verlagern, weil eigentlich handlungstechnisch hat er in der ersten Hälfte des Buchs fast nichts zu tun. Nee, in der Sci-Fi-Serie ist er gut. Weil du sagst, das stimmt. man will jetzt keine Schauspieler besetzen, weil man nicht weiß, ob den zweiten Teil da wieder. Ich finde natürlich ich weiß nicht, ob er der teuerste Darsteller ist, auf jeden Fall, dass man Duncan Idaho ausgerechnet mit so einem teuren Menschen besetzt hat, der in jedem fucking Band auftaucht. Das ist die einzige Rolle. Aber nicht im zweiten Film. Ja, gut, das stimmt. Ich fürchte, da haben sie sich keinen Gefallen mitgetan. Also, ich meine, der spielt die Rolle gut. Vor allem sollte das fortgesetzt werden. Entschuldigung, Marmor als dann, er ist ja im zweiten Teil ist er ja so ein kalter Mentat im Messiah. Ich weiß nicht, ob er das spielen kann. Ich glaube, da gehen wir jetzt ein bisschen, wie heißt es im Englischen, let's not go ahead of ourselves. Ja, so weit sind wir noch nicht. Wir können froh sein, wenn wir überhaupt den nächsten Teil bekommen. Da muss man an der Stelle sagen, dass aber die Box-Office-Ergebnisse zumindest sehr zuversichtlich stimmen und auch ein Blade Runner 2049 im Nachhinein noch ein Riesenhit war, weil der im Heimkino einfach abgeräumt hat. Ja. Yep. Das heißt, man also weiß ja jetzt nicht, Warner Brothers hat ja, glaube ich, gesagt, das hängt von HBO Max ab. Ob HBO Max da Erfolg hat wenn die Leute faktisch ins Kino strömen, ist denen das erstmal Wumpe. Entscheidend ist, dass die Leute HBO Max abonnieren und den Film schauen. Was halt dann für so einen Film selten. Genau, richtig. Was für so einen Film, der von der Leinwand lebt. Also, wenn man über den Film 1 gerechterweise sagen muss, dann ist das was. Also, wenn du nicht einen Beamer und eine Leinwand zu Hause hast, dann wird das eigentlich kein großer Genuss werden, weil dann wird es sehr übersichtlich. Hat eigentlich einer der anwesenden Herren den Film auch im IMAX-Kino schon gesehen oder nur auf normaler Leinwand? Nein. Okay, die in Köln bei der Pressevorführung ist zwar sehr groß, die Leinwand, und kommt schon fast an IMAX ran. Im Cinedome, das ist sehr groß. Ich habe es dann noch mal in einem normalen Kino gesehen, auf Deutsch. Kurzer Exkurs, die Synchro ist okay. Sie ist okay, Punkt. Das ist in Ordnung, macht keine großen Fehler, das passt schon. Ich bin extra mit dem Forever Nerd Girl in die deutsche Synchro gegangen, wobei wir normalerweise immer in OV gehen, aber sie hat gar keine Ahnung von Dune. Und wenn du es dann auf Englisch guckst, dann kommst du, glaube ich, mit den ganzen Spezialbegriffen ein bisschen durcheinander. Und dann hat gesagt, dann lass es sehen. Hat The Voice auf Deutsch funktioniert? Hat die Voice funktioniert auf Deutsch? Ich finde, die hat nie in einem Film funktioniert. Es wird halt still und dann säuselt die so durch. Das war eigentlich wie im Englischen auch. Ist mir kein Unterschied aufgefallen.
Also gleicher Effekt im Endeffekt dann. Ja, genau. Wurde gleich umgesetzt. Was mich ein bisschen gestört hat, auch bei dem Film, war, also man ist ziemlich lang auf der Heimatwelt, dann wird dann diese Reise, um die ein großes Bohai gemacht wird, also diese Navigatoren, die da irgendwo drin sitzen und die Schiffe steuern, die spielen so gut wie gar keine Rolle. Also es taucht die Navigatoren-Gilde ja mal ganz kurz auf. Das sind die mit den weißen Helmen, mit dem orangenen Visier. Ob da nur Navigatoren drin stecken, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Die Daft Punk-Leute, ne? Die Daft Punk-Leute, genau. Das fand ich natürlich auch großartig inszeniert, ja, wo sie da irgendwie die Delegation hinschicken und die Atreides stehen da stramm. Ich möchte die ganz Leute, also auch an die Cosplay-Leute, ja, die auch für Nerdizismus hier tätig sind, ich möchte bitte die Klamotten von Paul, ja, sowohl die Uniform als auch den Mantel, also eher die Uniform, vielleicht nicht mit den Reiterhosen, aber Ich möchte die Klamotte haben. Die ist großartig. Das ist genau mein Ding, Baby. Möchtest du jetzt darum, dass dir jemand für dich macht und dir schenkt? Ja, in der 98, bitte. Also ich hätte gerne von Tufir Howard. Das wäre auch total cool. Also ich habe ja im Gegensatz zu ihm, der ja so diese Paul-Schlankigkeit in sich hat, bin ich ja mehr so der Tufir-Charakter. Also Tufir Howard bin ich dafür, also auf jeden Fall. Also wenn einer schneidert und schickt... Also, und dann ist man ja ewig, wie gesagt, die Navigatoren finde ich ein bisschen unterrepräsentiert, auch ohnehin das Navigatorenschiff, das sieht man nur ganz kurz, ist natürlich schön erklärt, also gezeigt, lieber Chibnall, gezeigt, dieses Riesenschiff, und dann kommen dann die kleinen, die winzigen Windschiffchen raus, und wenn die auf dem Planeten landen, sind das solche Oschis. Da kann man sich ungefähr vorstellen, wie groß diese Navigatorenschiffe sind. Allerdings beim Navigatorenschiff fand ich sehr geil, man hat es im All nicht oft gesehen, aber du hast es vom Planeten über dem selbigen Parken sehen, wie so ein Mond, so eine Silhouette, und das fand ich sah unglaublich beeindruckend aus. Aber zu den Navigatoren nochmal, das Design aus den Lynch-Filmen war... Aber auch ein bisschen drüber, ne? Nee, passt schon ziemlich zur Beschreibung der Bücher. Ich dachte, es wären eher so graue Grey Man gewesen, die Navigatoren, also große Köpfe, große Augen und nicht so völlig. Also ich meine, beim Lynch-Film war ja auch falsch, da wird es ja suggeriert, dass die Navigatoren so eine Art Wurmloch aufmachen. Und dabei ist der Spice ja nur dafür da, dass die so den Weg berechnen können. Genau, ja. Irgendwelche Sonnenkrachen. Ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte, mit meinem langen Exkurs, so ähnlich wie der Film, dann kommen die, dann kommen die Atreides auf Dune an, auf Arrakis, sind da gefühlt 5 Minuten und dann kommen schon die Hakonnen. Und diese Zeit, wo sie halt schon irgendwie zarte Kontakte mit den Fremen schließen, es gibt eine grandiose Szene, auf die wir, glaube ich, alle gewartet haben, die dann nicht im Film war, nämlich die Dinner-Szene, wo man zusammensitzt und auch die ordentlichen Schmuggler kennenlernt und so ein bisschen, auch Keins sitzt da mit am Tisch und man wirft sich so gegenseitig die Bälle hin und zückt quasi die virtuellen oder verbalen Messer. Das hat mir total gefehlt. Also die Hakonnen tauchen da unglaublich schnell auf und auch diese gegenseitigen Verdächtigungen, die da im Buch eine Rolle spielen, eine recht große Rolle, weil sie wissen, dass es irgendwo einen Verräter gibt. Vermutet sich immer gegenseitig, dass es Jessica ist, die vermutet wieder jemand anders. Und dann kommt ja auf Huey, kommt ja keiner, weil er hat ja diese Suck-Konditionierung, deswegen diese Raute auf der Stirn. Ich bin froh und dankbar, dass sie diese Rolle von Huey deutlich eingekürzt haben, den ich als einen der schlechtesten und schwächsten Charaktere überhaupt finde in dem ganzen Juden-Universum. Einfach, weil ich diesen Plot... Die Hakonnen haben seine Frau entführt und deswegen verrät er die Atreides, finde ich. Und er weiß, dass sie tot ist. Er weiß, dass sie tot ist. Ja? Finde ich extrem billig irgendwie herbeikonstruiert, ja. warum der dann quasi trotz dieser grandiosen Konditionierung, die ja über alle Klee, die es auf der Welt nicht gibt, gelobt wird, dann bricht. Das finde ich, wie gesagt, etwas merkwürdig. Und dass sie aus ihm einen, aus dem Suck-Arzt einen Suck-Heilpraktiker gemacht haben das verzeih ich mir. Du weißt ja, Multiple-Choice-Test, ne? Spice Globally. Genau. Im Chat wird gefragt, der Acetyl fragt, hattet ihr das Gefühl, dass Dune 1 wirklich Höhepunkte hatte, auf die zuerzählt wurde, die ausgekostet wurden? Ach ja, auch selbst die Schlacht um Arrakis,
Nee, weiß ich auch nicht, ob das so richtig ausgekostet wurde. Sie war für mich ein bisschen, diese Schlacht war für mich ein bisschen konfus, weil man irgendwie so gar nicht wusste, was auf dem Spiel steht, weißt du? Diese Stadt ist, ganz kurz, kann mir jemand Arakeen erklären? Ist das eine Stadt unter einem Dach? Oder ist das Geld ausgegangen, um die zu bevölkern? Oder hätte mir, ich habe das nicht verstanden. Das hat mich auch gestört. Schlussendlich hatte Dune kaum Bevölkerung. Also Wir hatten dann einmal ja nur die, ich glaube, es sollten sogar nur Fremen sein, die da an dem Tor gestanden haben und oh, Mahdi. Und das war das einzige Mal, dass man Bevölkerung gesehen hatte. Und auch da wiederum hätte die Dinner-Szene so grandios geholfen, weil man dort gesehen hätte, ja, da passiert etwas, da gibt es Wasserhändler, da ist dies, da ist das. Ich glaube, jetzt, wo ich zurückdenke, da war noch nicht mal die Szene, wo das Dienstmädchen Wasser draußen verkauft. Ne? Das war ja auch noch nicht mal drin gewesen. Sascha, du hast ja schlussendlich gerade jetzt ganz viel angesprochen und daran leidet auch wahnsinnig dieser Film. Ähnlich wie Lynch hat halt Villeneuve sich auf gewisse Dinge fokussiert und sein Fokus war auf die Geschichte von Paul und Leto und als Figuren. Er wollte, dass der Zuschauer diese Figuren liebt, dass er sich mit denen verbunden fühlt. Und deswegen hat er halt gesagt, ich packe die erstmal nur nach Caladan, da kann ich mich komplett auf die fokussieren, damit die Leute das Gefühl haben, das sind meine Buddies, mit denen komme ich zurecht. So, aber dafür fehlt halt komplett und geht unter alles, was auf Dune passiert ist, bis die Harkonnen halt alles wieder übernehmen. Und darunter leidet halt dieser Film, weil wirklich alles, was wir, glaube ich, lieben an diesem Film mit Esma Tueck, dass die Schmuggler da sind, dass Gurney ja später mit den Schmugglern zusammen ist, eben auch aufgrund dieser Verbindung und dass man weiß, da ist ein harkonnischer, war das der Wasserverkäufer, der harkonnische Spion war? Also es sind so viele Dinge dabei gewesen und das hat einfach komplett gefehlt und dementsprechend fehlte auch irgendwo ein Höhepunkt, weil ich glaube, diese Dinner-Szene wäre ein Höhepunkt gewesen, wo wirklich alles explodiert wäre. Wo man bis dahin nämlich auch das mit den Verrätern hätte, dann wäre entsprechend da das Ganze so ein bisschen eskaliert. Vermutlich hätte man auch die Jessica Sufi-Szene da noch irgendwo reingepackt in einem richtigen Film über Dune und dann hätte man Höhepunkte gehabt. So ist der einzige wirkliche Höhepunkt, auf den man zugesteuert hatte, der Sandsturm. Ja, ich sag mal ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, das ist auch wirklich als beide Filme sind wie ein Film konzipiert, weil im Endeffekt hast du, wie ich schon ein paar Mal sagte, einen sehr langen Prolog und das, was die Spannung in die erste Hälfte des Buches oder beziehungsweise das erste Drittel reinbringt, das ist halt das, was du nicht reinstecken kannst, weil du kannst den Rest der Geschichte um Paul auch super ohne das erklären, aber wenn du das mit reinbringst, dann wird der zweite Teil noch länger, das Ding wird lang, da hättest du 3-4 Filme machen müssen und dadurch ist einfach das, weil das Spannende an der ersten Hälfte des Buches ist halt, sind halt Sachen, die für den letztendlichen Ausgang nicht wirklich wichtig sind und deswegen sage ich ja, wir haben eigentlich jetzt einen 2,5 Stunden monumental Prolog gesehen. Allerdings einer für den Kenner des Buches ist das total toll. Man erfreut sich an total vielen Dingen. Man weiß, worauf es hinausläuft. Aber ich kann halt verstehen, jeden, der reingeht und erstmal sagt so, okay, aber der Film ist trotzdem, er ist groß. Also er hat auf jeden Fall Schauwert und man sollte sich auch drauf einlassen. Und ich hoffe, es wird einen zweiten Film geben. Aber ich kann jeden verstehen, der auch sagt, ich habe es ja vorhin schon eingeführt mit Herr der Ringe. Da haben wir zum Beispiel auch die Schlacht und dass Frodo diese schwere Entscheidung trifft. Ich muss jetzt alleine gehen. Du hast noch mal so einen Höhepunkt zum Ende hin. Ein Bruch, der fehlt dir hier. Da hätte man diese Szene mit Jamis und so weiter, wie du schon gesagt hast, hätte man das dramatischer noch ein bisschen ausgebaut. Ich kann verstehen, dass sie es vielleicht in den zweiten Teil mit reinpacken wollen, aber so wäre diese Szene, die eigentlich ideal gewesen ist, um noch mal so einen richtig schönen Böller am Ende zu zünden, die ist zu flach. Das ist so ein Ausdümpeln zum Ende. Der Film baut wenig auf, was er später einlöst. Sowohl das Einlösen als auch das Aufbauen fehlt ein bisschen. Und ich bin da völlig bei Kolja mit den fehlenden Menschen. Was mich auch sehr gestört hat, ist auf Arakeen und auch schon auf der Heimatwelt der Atreides, ist, außer dass wir diese Stierbüste sehen wir richtig riesige leere Räume und es sind halt opulente Paläste und da ist keiner, da ist noch nicht mal, da steht ein Kabinett, ja, auch selbst der Raum der Harkonnen. Wobei ich an der Stelle kurz einfügen darf, das ist schon ein bisschen by purpose, weil vielleicht habe ich das Buch noch präsenter als du, es wird explizit in beiden Palästen beschrieben, der eine ist leer, weil sie gerade alles verpacken,
Also Jessica wandelt durch diese Räume und es steht nichts mehr drin. Und im anderen Palast auf Araken, also auf Arrakis, sagt sie dann, hier kann ich mich nicht wohlfühlen, hier steht ja nichts drin. Ist doch alles in Kisten. Ja, also von daher an der Stelle, ja, aber so ein bisschen, da war das Lynch-Ding einfach ein bisschen pompöser. Hätte vom Glöckler eingerichtet sein können alles. Ne? Nein, nicht nur das, da waren ja Menschen gewesen bei Lynch. Ja, genau. Bei Lynch war es halt so, in dem Moment, wo sie auf Arrakis dann waren und in Araken eingezogen waren, klar, die hatten dann auch alles ausgepackt und angefangen, aber da waren da die ganze Armee war da, die sind da durchgelaufen, da hat man ständig Leute hin und her laufen sehen. Und auch die Shadowed Maves war ja nicht die einzige, die dann, ja, du kannst bleiben, der Rest kann gehen. Nee, die sind ja alle da gewesen. Also da passierte was, da wuselten Leute immer ständig irgendwo rum. Klar, gab es dann auch Szenen, wo dann irgendwie einer war dann alleine in einem Raum oder so, aber schlussendlich hatte man das Gefühl, da lebt etwas. Und das hatte man bei dem neuen Film leider, leider nie. Wisst ihr, was ich am spannendsten fand? Irgendwie so, da würde ich mir gerne einen Spin-off von wünschen. Von dem Typen, der 6 Wochen lang in der Wand eingemauert war. Ja. Das ist auch ein billiger Film. Ja. Ein Kammerspiel quasi. Ja. Ah, ein Mauerspiel. Ja. Ich musste herzhaft lachen, weil als Stilgar das erste Mal auftritt, macht er, ich weiß nicht, ob er es im Original auch macht, dachte ich, steht Bud Spencer. Er hat irgendwie diesen Bart und er macht nur und Raphael, ich glaube, wir haben im Anschluss bei Threema dann irgendwie die Schlacht um Arrakeen als Bud Spencer und Terence Hill Schlacht uns ausgemalt mit dem Kampf um den Dune Buggy. Ja, wenn Rainer Brandt noch Synchros machen würde, ne? Immer ein Speistee, ein Würstchen. An der Stelle kann ich übrigens mal einen kleinen Filmtipp abgeben, und zwar der gerade auf Prime oder bei Amazon Prime dabei ist, nämlich das Söldnerkommando. Kennt ihr das Söldnerkommando? Nein. Ein amerikanischer C-Movie, grottenschlecht, aber auf Deutsch, mit einer völlig frei erfundenen Geschichte und Synchro, made by Rainer Brandt mit allen Stimmen, die ihr kennt. Sensationell. Das Söldnerkommando. Ganz groß. Ganz großer Film. 80er irgendwas, 83, 84, irgendwie so ein Kram. Gerade auf besser Amazon Prime muss man gucken. Ja. Besser wird es jetzt nicht mehr. Ja. Nein, aber das Schöne ist ja, und das ist ja auch eine sehr dankbare Sequenz für jeden Regisseur auf dieser Welt, weil die Schlacht um Arrakeen wird ja im Buch gar nicht dargestellt. Passiert ja zwischen 2 Kapiteln und dann ist ja schon vorbei. Und deswegen kann man da aus dem Vollen schöpfen. Und da, finde ich, hat Villeneuve das eigentlich relativ gut gemacht. Also Lynch war auch sehr bombastisch, insbesondere Raban, der die Leute da von der Wand runtergeschmissen hatte. So, das war auch schön optisch. Aber schlussendlich, der Kampf selber war in Ordnung. Was mich nur gestört hatte dabei, da komme ich, nee, mache ich später, was mir gefiel, ich kritisiere immer so viel. Also ich fand, die Kämpfe an sich waren gut. Duncan hat sehr gut gekämpft, man hat ihm den Schwertmeister von Ginas abgenommen auf jeden Fall, wobei ich nicht verstanden habe, warum er alleine durch die Gänge gewandert ist. Klar, aus dem Buch weiß ich es, der war betrunken und musste erstmal aufwachen, aber das weiß man im Film halt nicht. Weiß nicht, haben das vielleicht gefilmt und nur nicht rausgeschnitten, so wie das Balisett, was gefilmt wurde und rausgeschnitten wurde, ich weiß es nicht. Aber ansonsten waren die Kämpfe sehr schön. Man hat auch genau gemerkt, dass die Sadoka halt wirklich gute Kämpfer waren, die, wenn sie halt da waren, direkt alles weggesäbelt haben. Und jetzt der Kritikpunkt. Wieso zur Hölle tragen die Sadoka ihre normalen Uniformen? Das habe ich nicht begriffen. Es geht ja genau darum, dass sie sich tarnen als Harkonnen, damit niemand wissen darf, dass der Imperator da mit dabei ist. Ich habe es nicht verstanden. Das ist doch so eine einfache Kiste zu sagen, und wir verkleiden uns als Harkonnen. Und fertig, damit wäre das erledigt gewesen. Warum musste Villeneuve unbedingt denen noch besondere Uniform mit den, weiß ich nicht, den Bungee-Jump-Effekt da geben? Das habe ich nicht verstanden. Kann das einer von euch jetzt schönreden? Kann das einer schönreden? Nee. Dafür hat er einfach nur dafür gesorgt, dass dann ja keins überhaupt nichts sagen darf. Okay, man kann auch sagen, wer will danach noch berichten? Aber es nimmt so halt dieses Intrigante. Es war jetzt ein offener Angriff des Imperators mit dabei, der hat offen Farbe bekannt. Ich fand das auch schon. Das hatten Sascha und ich auch, also wir haben ja beide den Film am Mittwoch geguckt und ja, wir fanden es beide auch ziemlich scheiße. Ich kann es mir auch nicht schönreden. Es ist meh. Wir haben vorhin gesagt, dass der Lynch-Film andere Schwerpunkte setzt oder auch der Villeneuve-Film halt andere Schwerpunkte setzt. Und der Lynch-Film legt halt schon den Schwerpunkt auf den Imperator so ein bisschen. Ja? Denn
Auch im Buch kommt der Imperator nicht bis zum Ende in person vor, sondern er wird nur erwähnt. Da ist jetzt der Villeneuve-Film schon näher dran. Aber ich bin völlig bei euch, diese Intrige ist keine, weil es ist für alle Seiten völlig offensichtlich, wie der Hase läuft. Ja, da wird nicht mehr der Anschein. Also ich will auch gerade, ich muss schon gerade gucken, dass ich nicht das Buch durcheinander bringe jetzt mit dem Villeneuve-Film. Aber auch in diesem Film sagt doch der Wladimir Hakkonen, er schmeißt sie in die Wüste, dann kann er immer sagen, er hat sie nicht umgebracht. Ne? Das war auch im, ja, okay, gut. Ja, vor allen Dingen, weil, glaube ich, in dem im Buch kommt ja auch raus, dass halt diese Handelsgilde und die Navigatorengilde, die wissen ja auch, die führen ja auch Buch, wen sie transportieren. Und dass sie natürlich jetzt eine 2 Legionen Sadokar nach Arrakis transportiert haben, das ist ja nur auch irgendwo vermerkt. Ne? Und dann ist ja diese ganze, gut, Bestechungsgeld, Raphael, natürlich, ne, wird geschmiert ohne Ende. Und das wissen ja auch alle. Ich meine, Leto ist ja auch nicht blöd, der weiß ja auch, dass das Ganze ein Trick ist, um ihn da irgendwie von seinem Thron, oder nicht von seinem Thron, aber von irgendwie auszulöschen, oder beziehungsweise er ist dem Imperator ja unbequem geworden. Der weiß das ja auch. Deswegen sagt er ja auch gleich, wir müssen sofort, auf unserer Heimatwelt hatten wir die See- und die Luftmacht, wir müssen die Wüstenmacht erringen, wir müssen mit den Fremen zusammenarbeiten. Das hat er ja relativ schnell, dann haben wir vielleicht eine kleine Chance, hier lebend aus der Sache rauszukommen. Und dass der Imperator mit den Hakkonen zusammenarbeitet, ist ja auch allen klar. Aber dass er es so offensichtlich macht, das finde ich, das ist so ein bisschen in your face, und das macht der Film sonst eigentlich nicht. Er lässt die Leute halt sonst ein bisschen mitdenken, und ihr macht das halt sehr offensichtlich. So denkst du, warum? Ich verstehe es nicht. Mhm. Ganz ehrlich nicht. Ja, und auch bei den Sadukan, da hatte ich dann auch bei dem, so langsam der Film ist er an der Stelle total hektisch bis zu diesem Angriff, weil man hat ja wirklich das Gefühl, die landen auf Arrakis und einen Tag später ist direkt der Angriff. In der Zeit muss ja Peiter mal eben noch nach Salusa Secundus reisen, um dann mit denen zu verhandeln. Aber erst verhandelt, aber dann sagt er, ja, aber der Imperator hat ja eh schon gesagt, wir machen das, also machen wir das. Also es ist alles skurril. Wie schaffen die das so schnell alle hin und her zu transportieren? Also da weiß ich nicht, da hat sich Villeneuve so ein bisschen versemmelt. Das haben die sich bei Game of Thrones abgeguckt. Das ist jetzt also weiß Gott kein Problem, ja. Also das ist ja, das geht auch ohne Spice. Das überhaupt aber gar was kein im Problem. Film wenigstens jetzt gut war von Villeneuve, dass sie erwähnt haben, dass das ordentlich Asche gekostet hat, dieses ganze Hin und Her transportiere, dass jetzt die Hakkonen mal richtig viel Geld ausgegeben haben und es jetzt erstmal heißt, Arrakis ausquetschen, um das wieder halbwegs reinzukriegen. Ja. Genau, das war beim Lynch-Film ja überhaupt gar kein Thema. Ich glaube, bei der Sci-Fi-Serie wurde das, glaube ich, angesprochen. Im Buch ist das natürlich auch ganz groß. Da gibt es sogar ein ganzes Kapitel, wo der Wladimir, Neffe, Fate, sogar vorrechnet. Ja. Oder Rabban rechnet er, glaube ich, vor, was das Ganze gekostet hat. Oder Peter rechnet es vor, irgendwie eine Szene gibt es, wo er das dezidiert vorrechnet, was der ganze Kram gekostet hat. Was mir sehr gut gefallen hat beim Angriff der Hakkonen ist, wie man mit der Schildtechnologie umgegangen ist. Weil die langsame Klinge durchdringt den Schild, das haben wir ja schon am Anfang erfahren. Und im Grunde kann man die Schilder auch komplett auslassen, weil man hat haufenweise Schildknacker. Bomben, die ich total toll finde, die so ganz langsam sich absinken, dann sich durch diesen Schild fressen und dann explodieren. Fand ich toll. Was ich nicht toll fand, ich glaube, da bin ich mit Raphael einer Meinung, ist der Laser. Und ich weiß auch gar nicht, wenn ich ja nun es drauf anlege, diese Stadt anschließend wieder zu verwalten, richten sie schon sehr viel Verwüstung an eigentlich. Da fand ich, das glaube ich, bei Lynch etwas präziser dargestellt, die Eroberung. Also da hat ja, wobei, die Hakkonen waren ja nie in Arrakeen, die waren ja in Karthag. Stimmt, genau. Die Atreides haben extra Arrakeen ausgewählt. Also ich vermute mal, ich meine mich sogar zu erinnern, dass im Buch erwähnt wird, dass dann Rabban wieder in Karthag einzieht. Du nix, du hörst es ja gerade, also bitte. Ja, ist so, genau, ist so. Und es gab auch eine Begründung, warum sie nach Arrakeen gehen, die fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein, weil es kleiner ist und leichter zu verteidigen, wenn ich mich recht entsinne, irgendwie sowas, ja. Hat jetzt halt auch nichts gebracht. Oh, ja. Schildwall. Ja, der plötzlich eine Mauer ist. Dieses kleine Ding da. Danke. Okay. So ging es mir ehrlich gesagt auch. Das ist der Schildwall. Und ich so, das wird der Höhepunkt des zweiten Films.
Und vor allem, das Ding ist, warum ist das gemauert? Es ist ein Gebirge. Es ist ein gottverdammtes Gebirge, was mit Atombomben weggesprengt wird zum Schluss. Und da ist es eine Mauer. Ein Mäuerchen. Die Mauer muss weg. Hier hatten wir doch die östlichen Fremen. Ja, aber niemand hatte die Absicht, eine Mauer zu errichten. Das haben sie auch nicht gemacht in dem Film. Ja. Wir hatten letztes Jahr Kartoffeln. Hier Kartoffeln, da Kartoffeln, überall Kartoffeln. Nee, aber ich hab den Schildwall auch gesucht. Ich dachte, fährt der sich, weil das hat, glaube ich, keiner gecheckt, dass der Yui dann diesen Schildwall manipuliert. Das kam im Lynch-Film dann schon besser raus. Das war so, plötzlich siehst du diese Riesenmaschine, die irgendwie nach unten fährt. Ja. Und nu? Das war der Schild, nicht der Schildwall. Genau, der Schildwall ist im Buch ein Gebirge. Ah, okay. Das ist auch beim Lynch-Film und bei der Serie so gewesen, auf Sci-Fi. Da hat man wirklich, man musste auch mit dem Ornithopter so hochfliegen über diesen Wall hinweg. Und da ist das halt mein Gartenzaun. Das ist quasi der natürliche Schutz gegen Würmer und alles andere. Und hier, Entschuldigung, da kotzt ein Wurm kurz drauf und walzt drüber im Schlaf. Das ist... Aber die Ornithopter fand ich total schön in diesem Film. Die haben mir sehr gut gefallen. Vor auch allem, dass sie variieren konnten zwischen und Raketentriebwerk. Fand ich super. Fand ich bisher die beste Umsetzung, weil die Beschreibung in den Büchern war immer so ein bisschen zwiespältig. Einerseits hatten sie Schwingen, andererseits hatten sie Turbinen oder Rotoren. Und das war mal eine, die wirklich fast die Beschreibung perfekt abgedeckt hat. Und ich fand, die hatten auch dieses elegante Gleiten. Etwas, was man... Und sie wirkten vor allem haptisch, obwohl sie natürlich digital waren. Exakt. Aber auch von außen, auch die CGI, das hatte sowas schön, die sahen auch aus, als ob sie in der Wüste gestanden hätten, als ob da überall Dreck dazwischen ist. Und vor allem die Cockpits waren schön haptisch, die waren schlicht und einfach. Nicht überall CGI und bling bling, sondern... Und Hologramm-Dinger und keine Ahnung was. Ja. Das ist etwas, dem ich zutraue, dass es in der Wüste funktioniert. Das muss es einfach sein und funktionieren und nicht hier fancy. Und ich fand auch mal sehr interessant die Interpretation, ich weiß noch nicht, was ich direkt davon halten soll, aber interessant, des Carryalls. Dass es dann auch über diese Ballons funktioniert. Das dachte ich so, wenn da eine Böe kommt. Aber es war mal interessant, weil sonst ist das einfach nur ein gigantisches Flugzeug, wo ich sage, wie kriegt das diese scheiß große Fabrik hoch? Ich fand vor allen Dingen sehr schön, dass der fehlende Carryall nicht fehlt, in dem Fall, wo sie halt den Probeflug mal machen zur Spice-Ernte-Fabrik. Sondern dass der einfach nicht funktioniert, weil ein Greifarm nicht da war oder halt außer Funktion war. Das fand ich mal einen schönen Twist. Es ist nicht so, der wurde bestochen, der ist nicht gekommen oder die Piloten wurden abgemeuchelt, sondern nee, der funktioniert einfach nicht. Ja, und dass dann Lila auch sagt, das war halt kaputt, ist halt kaputt gegangen. Passiert. Und damit können wir natürlich auf die Schmuggler-Substory verzichten, weil die sind ja die diesen entflohenen, gestohlenen Carryall wiederfinden mit der Besatzung. Mhm. Da hat man natürlich diese schöne Szene, wo dann Leto sich bei Kainz dann beschwert. Ey, hast du gesehen? Ist es kaputt? Harkon, habe ich hier gelassen. Kaputte Dinger. Und Kainz so, ey, weißt du, gekauft wie gesehen. Kannst nichts machen. Ist kaputt. Ist Wüste. Ey, weißt du, guck, Sand, wie in DVD. Ist Sand. Apropos Kainz. Gender Swap, no big deal. Und die Geschichte mit Chani, nicht so wichtig, oder? Also ich habe echt kein Problem mit der Umbesetzung. Die macht ihren Job gut. Kainz ist eine nette Figur, auch irgendwo wichtig. Aber ab einem gewissen Punkt kannst du die Rolle auch knicken. Ich finde, sie hat es gut ausgefüllt. Man hat ihr ein bisschen mehr Bedeutung verliehen, indem sie... sie ist nicht nur rausgegangen, ist auf einer Spice-Explosion gestorben, hat geschrien, ich bin ein Kind der Wüste, sondern sie durfte vorher noch mal ein bisschen schnetzeln. Ich sag mal, Duncan hat auch ein bisschen länger überlebt als im Buch, damit er auch mal wenigstens was tun kann für sein Geld und einen schönen Abgang kriegt. Aber das war für mich kein Ding. Und Chani war, sie war ein paar Mal da, war nichtssagend und sie hat im Endeffekt nur in die Kamera geguckt. Sei froh, dass sie nicht MJ gesungen hat. Ist halt MJ, ne? Die hat halt genau wie bei Spider-Man so dieses MJ. Einfach böse, gelangweilt in die Kamera immer starren. Bitchface. Langweilig. Also ich hoffe, da kommt noch ein bisschen mehr, weil wie ich schon sagte, ich hatte MJ im Kopf. So dieses. Ansonsten Kainz. Kainz ist natürlich in der Geschichte Dune an sich ein unglaublich wichtiger Charakter, genau wie sein Vater, den man ja nur aus Erzählungen kennt, der dann aber in einer Vision wenigstens mal auftaucht. Genau, nämlich ich bin eine Kreatur der Wüste. Weil er ist ja derjenige, der
Pardot Kainz, aber dann halt Liet Kainz genauso, aus Dune diese grüne Oase machen will, einen bewohnbaren Planeten, wo Menschen auch mal ohne Stillsuit laufen können, der halt bei den Fremen dieses religiöse Eifern installiert hat, hier mal eine Pflanze, da mal eine Pflanze, das sind alles, das taucht überhaupt nicht in dem Film auf und dabei ist das zentrale Kernelement von Frank Herbert gewesen, ja. Der ja in der Sterbeszene ja faktisch zu uns, dem Leser, direkt gesprochen hat und sagt, hier, pass mal auf, das muss man machen, um aus einem Planeten das und das zu machen und da kommt ja auch diese ganze ökologische Kiste von Frank Herbert rein, der ja auch damals schon vor 40 Jahren gesagt hat, ey, also dieses mit den CO2, das sollten wir mal ganz schnell sein lassen mit diesen fossilen Sachen, also da war der total tief drin und dieses Kernelement von Dune ist jetzt wirklich nur angedeutet, ein Hauch. Ja, aber da einem das ja wirklich im zweiten Teil sowieso noch mal intensiver erzählt wird, wenn die Zisternen besuchen, die von dem großen Plan erzählen, von der Vergangenheit mit Liet erzählen. Wie die Kinderszene. Ja, also ganz ehrlich, also wenn sie jetzt die Zisternen rausnehmen, dann ist aber echt. Also ich kann mir vorstellen, dass das jetzt wirklich da das mehr... Wurm, ja. Ja, dass das wirklich in den zweiten Teil geschoben wurde. Chris Knife einfach so die Kehle durch. Weil so ein paar Sachen, die sie jetzt ja eh schon, weil es wird im späteren Verlauf der Geschichte noch mehrfach gesagt, dass sie das jetzt vielleicht wirklich darauf verschoben haben, weil ansonsten hättest du noch mehr Felder gehabt, die du bearbeiten musst in dieser Vorgeschichte jetzt quasi. Dann wärst du auch wieder, entweder hättest du einen viel längeren Film, oder du hättest alles wieder nur so ganz kurz angesprochen und abgehackt. Also da kann ich mir vorstellen, dass das wirklich für den zweiten Film gelegt wurde, weil es da ist es ja ein ganz essentieller Teil nochmal. Gut, wir können, glaube ich, an der Stelle festhalten, tut Tom Bombadil jetzt was zur Story, ja oder nein, ja? Und so ähnlich ist es hier halt im Grunde genommen auch, ja? Ja. Ist es jetzt wichtig? Ist es jetzt nicht? Ja, dass die. Das ist ja die, wo sich Paul auch draufsetzt. Weil sie projizieren ja dann auch das in ihn hinein, als ihren Messias, der sie in diese grüne Zukunft bringen wird. Also, es ist schon essentiell irgendwie. Ich glaube auch nicht, dass sie das weglassen. Es ist nicht Tom Bombadil. Aber es ist halt. Tom Bombadil sind andere Sachen gewesen. Aber es ist jetzt halt nicht essentiell wichtig dafür, für den Fortschritt der Geschichte. Dass diese Sachen jetzt vorher auch noch mal von Liet selbst erzählt werden. Also im Endeffekt reicht es, wenn es erwähnt wird, aber die Person selber muss es jetzt nicht selber noch mal machen. Ist ja nicht passiert. Was hat denn alles gefehlt, um das? Es wird ja, Paul hat ja in der Wüste immer mal wieder irgendwo Pflanzen gesehen oder Jessica, ja. Da war eine Pflanze hier, da war eine Pflanze da. Wir hatten in Arrakeen von Lady Margot Fenring, diesen Raum, wo ja auch nochmal demonstriert wurde, wie man Wasser generieren kann. Also es gibt verschiedene Dinge, kleine Aspekte, die komplett nicht da waren. Aber es wird ja nicht nur so, dass das gefehlt hat, dass Liet Kainz, also er, erzählt, was er davor hat, sondern auch alles, diese Effekte, aber auch die fehlen komplett. Es wird aber auch erklärt, dass die Fremen auch den Planeten, es wird schon mehr dabei angedeutet, dass die den begrünen wollen, weil es auch mehrfach erwähnt wird, dass sie hier diese ganzen Sträucher und so weiter eingebracht haben, die dementsprechend Wurzeln, um die Dünen zu befestigen und so weiter. Das wird schon erzählt, dass die Fremen das machen. Das ist nur der Grund, wird noch nicht genannt, aber wie gesagt, es wird in dem späteren Verlauf so oft wiederholt, mich allein schon, also ich schätze mal, dass ich würde es tatsächlich so machen, weil wenn die Fremen uns dann ja im zweiten Teil, so wie sie die Geschichte aufgeteilt haben, näher vorgestellt werden, dann kannst du das in einem Abwasch mitmachen. Weil während der Orgie. Ja, mindestens. Ja, aber ist ja, doch so, der zweite Teil wird wahrscheinlich sehr, sehr viel um die Kultur der Fremen gehen. Ja. Weil das ist ganz essentiell. Ja, eben, und dann kannst du das alles in einem Abwasch miterzählen. Also, um nochmal was Positives zum Film zu sagen. Ich finde, weil du die Christmesse erwähnt hast, das ist wieder so ein Paradebeispiel, wo der Film einfach uns unsere eigenen Gedanken machen lässt. Also wir wissen natürlich, ein Christmesser, wenn das gezogen wird, muss es Blut kosten, bevor es wieder in die Scheide zurückgeht. Das sehen wir tatsächlich mehrfach, aber es wird nirgendwo gesagt. Und das finde ich sehr schön. Das ist, dass genau. Man da drin sitzt im Kino und sich seine eigenen Gedanken machen kann und wenn man es weiß, freut man sich, dass es dass berücksichtigt wurde. Wenn man es nicht weiß, wird man sich vielleicht fragen, warum das so ist, aber man verliert nichts. Man verliert auch nichts, ne? Ja, ich fand das total schön. Also diese Kleinigkeit, wie sie danach alle sitzen, nachdem sie die Messer gezogen haben und sich das einmal kurz über den Arm ziehen.
fand ich. Genau, und Jessica guckt halt und man hätte wahrscheinlich im alten Film sagen, oh, sie haben das Kreismesser, das muss wohl Blut kosten, bevor es zurück in die Scheide geht. Und das hat man sich halt hier geklemmt, das fand ich sehr schön. Ja, man lässt auch selber, man hält den Zuschauer für intelligent genug, dass er sich sauber Gedanken machen kann. Und es ist jetzt aber allerdings nicht so essentiell wichtig für die Geschichte, dass dir total was verloren geht, wenn du es jetzt nicht siehst. Aber wenn du dir Gedanken machst, dann hast du einen kleinen Boni und das finde ich gut. Lass uns mal, bevor wir so ein bisschen auf die Zielgerade einbiegen, noch mal ganz kurz über den Cast reden. Das ist ja durchaus, wenn man sich die Namen der Schauspieler anschaut, und ich glaube, wenn man das so in 20, 30 oder vielleicht 40 Jahren sich den Film nochmal anschaut, wenn ich dann im Altersheim meinem Betreuer sage, könnt ihr mal Dune reinschmeißen? Ja, da waren so die alten Schauspieler meiner Jugend drin. Dann ist das ja schon im Grunde genommen so ein Cast wie früher so ein Kriegsfilm in den 60ern. Da hat ja auch alles aufgefahren, was so Rang und Namen hatte zu der Zeit. Ne, da war dann so Richard Harris drin und Sean Connery und keine Ahnung was. Und heute ist halt das drin, was heutzutage halt im Grunde genommen Rang und Namen hat. Das heißt, wir haben also hier Javier Bardem, Oscar Isaacs, den Stellan Skarsgård und so weiter. Lass uns die ganz kurz mal so ein bisschen durchgehen. Timothy Chalamet als Paul Atreides, der ist ein bisschen älter als 15, er hat die 20 auch schon gerissen, hat ein paar Filme schon gemacht, Lady Bird ist somit das bekannteste, wo man ihn vielleicht schon mal gesehen haben könnte, und Interstellar, da war er, glaube ich, der Sohn von Woody Harrelson, von Matthew McConaughey, nicht Woody Harrelson, war, glaube ich, sein Sohn, bin mir nicht ganz sicher. Die zwei Filme könnte man so gesehen haben. Was sagt ihr zu ihm? Wir hatten vorhin schon gesagt, der ist endlich mal jemand, der halbwegs aussieht wie 15. Also ich sag mal, ich finde ihn, er bringt es ganz gut rüber, wenn er zum Beispiel jetzt mit Duncan redet. Da ist er halt weniger steif, da ist er wirklich, der wirkt er sehr knabenhaft und wirkt auch dann wieder so ein bisschen zerbrechlicher. Und das finde ich auch gut, er ist halt schmal. Also im Buch ist er auch wirklich als klein beschrieben. Aber der ist groß, das ist ein langer Lulatsch. Aber er wirkt sehr schmal, sehr zerbrechlich, und dann finde ich diesen Schritt, nachdem sie halt geflüchtet sind und er dann so die Kontrolle übernimmt. Erst, okay, ich fand ihn total überzogen, dieses Spiel, als er dann merkt, ah, der Krieg wird kommen, das fand ich so ein bisschen over the top, aber danach ist er dann plötzlich total im Herrschermodus und sehr gefasst, und er wirkt auch einfach größer, er wirkt stabiler, also er holt er viel mit dem Spiel raus. Als ich ihn erst gesehen habe, dachte ich so, nee. Aber von seinem Spiel fand ich schon, gibt er einen sehr guten Paul ab, weil er da sehr wandelbar ist und so vom Alter und Aussehen so noch auf der Grenze, dass ich ihn auch noch einem jüngeren Charakter abnehme. Und sollte er verfilmt werden, in ein, zwei Jahren auch definitiv anders wirken wird, und das allein schon durch sein Spiel. Also da kann er schon sehr viel mitmachen. Ist ja auch nicht verkehrt, dass der zweite Film etwas später gefilmt wird. Dann altert er ja auch wie im Buch. Richtig. Buch hat ja auch diesen Zeitsprung. Also mich hatte er eigentlich gewonnen in der Boxszene, mit der Hand in der Box, wo er dann so erst leidet und dann irgendwann die Kontrolle gewinnt. Wo ja. Man merkt, so jetzt hat das, jetzt hat er, weil klar, wir haben nicht seine inneren Gedanken mit der Litanei gegen die Angst, sondern das macht dann seine Mutter, spricht ja laut, aber er denkt sie halt, das ist ja symbolisch. Er murmelt sie, ja. Er murmelt sie irgendwie, und das passt schon, und dass man merkt, ah, jetzt diese Wandelbarkeit, die du auch schon angesprochen hast, des Schauspielers in dem Moment, die passte da eigentlich ganz gut. Also von allen Pauls, die wir bisher hatten, ist er natürlich der Beste. Also ich glaube, da gibt es keine Diskussion. Ja, ich sehe ihn auch gerne, und ich bin auch gespannt, wie er dann den Terroristen dann im zweiten Teil darstellen wird. Dann haben wir als Jessica haben wir Rebecca Ferguson, schwedische Schauspielerin, Baujahr 83. Die haben die meisten wahrscheinlich von euch schon gesehen als Ilsa Faust aus Mission Impossible Fallout. Man kennt sie auch noch aus Man in Black International und zuletzt noch in Dr. Sleeps Erwachen, dem zweiten Teil vom Shining. Wie fandet ihr ihre Darstellung? Schwierig. Mhm. Machst du vielleicht, Sascha, erst? Ja, also ich finde, also sie spielt ja eine Bene Gesserit-Hexe, die ja eine spezielle Konditionierung hat. Und dafür finde ich sie, ehrlich gesagt, in weiten Teilen
also zu emotional. Also gerade wir haben ja die Szene schon, oder Conny hat die Szene ja schon angesprochen, wo Paul sich der Prüfung stellt und sie steht vor der Tür, sie fummelt da mit ihren Armen herum, sie betet die Litanei gegen die Angst runter. Und da gibt es auch noch weiter eine andere Szene, wo ich finde, dass sie einfach für eine Bene Gesserit zu viele Emotionen hat. Und finde ich auch ein bisschen, ehrlich gesagt, ein bisschen albern spielt. Also diese Fummelei mit den Händen, also nicht, wo sie geheime Zeichen gibt, sondern halt, wo sie dann so steht, so, ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist so ein bisschen wie Homer Simpson, der mit den Füßen hin und her tippelt und mit den Händen wackelt dabei. Daran musste ich so ein bisschen denken. Also so ein bisschen Körperklauen in manchen. Und ich dachte, da hätte sie sich eigentlich in ihrer Rolle mehr im Griff haben müssen. Ich bin da wirklich sehr zwiegespalten. Ich finde sie, wenn sie nichts sagt oder wenn sie zurückgenommen spielt, spielt sie sehr gut. Da ist sie auch wirklich, da sehe ich sie auch sehr gerne. Aber wenn sie dann irgendwie so ein bisschen ausflippt, weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll, ganz ehrlich. Ich bin da nicht so zwiegespalten. Ich ärgere mich in dem Moment einfach, weil, ich finde es toll, ich finde sie toll als Jessica. Sie ist wirklich auch die beste Jessica bisher von allen, obwohl Saskia Reeves aus der Fernsehserie finde ich auch fantastisch, weil sie das auch dieses Edle vernünftig darstellen kann auch und Ernsthafte. Und das Problem mit Lady Jessica ist einfach, dass die Szenen, wo sie richtig die Bene Gesserit raushängen lassen könnte, sind halt nicht im Film. Insbesondere die Konfrontation mit Zufir, wo sie richtig herrisch auch sein könnte. Also es gibt so viele Sequenzen im Buch, so viele Szenen, wo sie wirklich einfach was darstellen könnte. Und was da sind, sind halt diese super emotionalen Szenen. Das sind die übrig geblieben sind. Aber finde ich in Ordnung, weil sie ist nun mal, der Herzog Leto ist halt ihre große Liebe. Sie hat ja unheimlich viel aufgegeben dafür. Sie hat ja ihre Schwesternschaft verraten dafür, indem sie Paul bekommen hat und nicht Alia als Erste. Und dass sie dann an ihrem Sohn so hängt, dass sie da so emotional durchdreht und eben nicht so wie jetzt hier, wie hieß sie damals, Francesca Annis im Lynch-Film da relativ cool rumsteht und sagt, ja, Probe, vielleicht bist du danach tot, ist halt so. Das fand ich eigentlich ganz schön, kann so auch als Elternteil, wenn ich genau wüsste, oh, eine meiner Töchter hätte jetzt so eine Probe, ich wäre auch total im Arsch in diesem Moment. Das passt schon. Und dieser Zusammenbruch in der Wüste passt ja auch, das ist ja auch im Buch so, dass sie da faktisch total zusammenbricht und Paul das übernehmen muss, diese Führerschaft, das ist ja auch im Buch. Also, aber es fehlen halt genau die Szenen, wo sie eben nicht so weinerlich wäre. Und das ist ärgerlich. Aber sie ist eine tolle Schauspielerin. Ich habe sie unheimlich gerne gehört. Also ich liebe diese Stimme von ihr einfach, diesen Akzent, den sie da auch hat. Jetzt abgesehen davon, dass ich sie als persönliche Frau nicht ernst nehmen kann, weil sie das Buch noch nicht mal gelesen hat und auch verschiedene Sichtweisen präsentiert hat, die überhaupt nicht mit dem Buch übereinzubringen sind. Aber als Schauspielerin, ich kann ja Person und Werk trennen. Fantastisch. Ja, ich kann nur sagen, ich kenne von der Frau sonst eigentlich überhaupt nichts. Und ich bin ein bisschen zwiegespalten. Also ich sag mal halt, dass sie emotionaler ist. Genau wie du schon gesagt hast, Kolja. Sie ist für eine Bene Gesserit emotional, weil sie ja die Liebe zu ihrem Mann, zu ihrem Herzog, über die Bene Gesserit gestellt hat, wie du schon sagtest. Und auch ihre Beziehung zu ihrem Sohn. Ich finde allerdings auch, dass sie die emotionalen Szenen so ein ganzes Stück over the top spielt. Also ein bisschen weniger wäre mehr gewesen, weil das schon manchmal sehr hart ist. Ich mag sie aber auch vor allem sehr gerne, wenn sie zurückgenommen spielt, gerade am Ende mit dem Kampf, wo sie, da spielen sich zwischen ihr und Paul so viele Sachen ab, die einfach nur kurz über kurze Blicke, kurze Veränderungen in der Mimik, in der Körpersprache ablaufen, wo ich sage, das fand ich toll. Also sie hat für mich am besten funktioniert, wenn sie zurückgenommen gespielt hat. Dann gehen wir mal zu Oscar Isaacs. Bleiben wir bei den Atreides als Leto. Wollen wir mal dir. Fandst du toll? Ja. Ja. Jürgen Prochnow ist es nicht. Aber ich meine, er ist in einer. Also nein, das ist. ich fand ihn gut. Ich fand ihn echt super. Also ich bin von Oscar Isaac Fan, seit ich ihn in Ex Machina gesehen habe. Da habe ich gesehen, dass der Mann toll spielen kann.
Und ihn habe ich auch den Lito abgenommen, dieses herzogliche, aber auch dieses Liebende, ja, zu seinem Sohn. Immer dieser Zwiespalt, diese zwei Rollen. Und der Mann, also Leto wird ja auch so eher als sein Sohn mehr so Richtung, wie soll man es mal sagen, südlich beschrieben. Also eher so, so Mittelmeerraum, so dieser Typus. Und daher fand ich ihn perfekt von der Besetzung. Mhm. Ja, ach Gott, ich fand ihn auch gut. Also es, der arme Mann, der da in Star Wars da durch die Gegend meandern musste und den Poe Dameron da geben musste, ja, da hat er mir im Nachhinein wirklich leid getan, dass er da so Albernheiten von sich geben musste. Wie gesagt, Ex Machina, ja, an der Stelle auch Riesenempfehlung, schaut euch diesen Film an. Oh ja. Mehr sage ich dazu nicht. Lasst euch einfach überraschen, guckt ihn euch völlig unvoreingenommen an, dann funktioniert er am besten. War für mich auch eine richtig gute Besetzung, von daher passt für mich. Also nichts dran auszusetzen, hat er sehr gut gemacht. Und ja, von der Buchbeschreibung her wird, glaube ich, ein, zwei Mal so auf eine olivfarbene Haut ein bisschen angespielt. Genau. Also von daher passt er da auch von der Optik her sehr gut. Und bei Paul sind ja halt dann noch die Gene von einer anderen Familie mit drin. Genau. Zendaya lassen wir mal außen vor, hatten wir gerade schon ein bisschen drüber gequatscht, eher so MJ-mäßig, aber ich sag mal so, das ist wie so ein Fußballer zu beurteilen, der in der 85. eingewechselt wurde, der kriegt auch keine Note mehr, also von daher an der Stelle mal außen vor. Ja, wobei, ganz kurz mal, weil ja? Gerade Zendaya wurde ja von Villeneuve mit solchen Vorschusslorbeeren ins Rennen geschickt. Also als er den Film ja fertig hatte, war er so unendlich begeistert von ihr, was ich nicht verstehen kann. Also er war ja nicht gezwungen worden, glaube ich. Ich unterstelle mal, dass niemand mit einer Waffe hinter ihm stand und ihn gezwungen hatte, das zu sagen. Also ich begreife es nicht. Also wenn er ganz ehrlich, wenn ich ist, dass die so gut, ja, ist. Also wenn ich nicht kurz ein bisschen, ich habe eine Vermutung, völlig rein meine Spekulation. Ich glaube ehrlich gesagt, dass, keine Ahnung, vielleicht 10-15% des zweiten Teils schon längst im Kasten sind. Denn es waren ja auch Szenen in den Visionen zu sehen, die ja definitiv später stattfinden, die auch sehr aufwendig waren. Ja? Ich glaube einfach, und es macht auch produktionstechnisch Sinn, dass wenn du schon mal an einer gewissen Location bist, dass du dann auch ein paar Sachen mal mitmachst. Ich glaube, dass er vielleicht von ihr einfach schon mehr gesehen hat als wir und deswegen zu so einer Aussage kommt. Genau, wer weiß, was auch schon im Schnitt zuvor zur, ne? Ja. Ich komme gerade nicht drauf. Aber es ist ja auch das Gerücht, dass der zweite Teil mehr aus ihrer Sicht erzählt werden soll. Dass quasi das immer mehr zum Messias und zum Anführer, zum Unnahbaren, zum Imperator werdenden Paul, dass er aus der bodenständigen Sicht seiner Frau gezeigt werden soll. Würde ja schon dazu passen, dass das Intro quasi nicht von Prinzessin Irulan gesprochen wird, sondern von Shani halt. Es, ja, gab übrigens in der Rohfassung des Drehbuchs so einen Herr der Ringe-mäßigen Epilog. Der wurde also wahrscheinlich gar nicht gefilmt. Also wo es wirklich erstmal 20 Minuten World Building gab, so im Sinne von Herr der Ringe, die Gefährten, ganz im Anfang. Ja. Das wurde aber mit so einem, mit viel Zeichen und gezeichneten Geschichten gemacht und Mosaik und so, was sich aufbaut. So ein bisschen wie das große Bild von dem Wurm, vor dem Paul dann in der einen Szene mal kurz steht, vor diesem Wandbild. Ja, so soll das wohl gewesen sein, wurde aber dann, weiß nicht, ob es jetzt geschnitten wurde oder am Ende gar nicht gemacht wurde. Dann haben wir jemand, wo ich mir denke, warum besetzt man Gurney Halleck nicht einfach mal als hässliche Kröte, die er nun mal sein soll? Warum ist das einmal mit Patrick Stewart eher so der British Officer und jetzt mit Josh Brolin auch jetzt nicht gerade irgendwie so ein der hässlichste von der Ecke? Und das, was Gurney irgendwie ausmacht, ja, das geht bei diesem Charakter halt völlig unter irgendwie. Singen, ja, also darf er auch nicht. Also rein optisch finde ich ihn schon mal definitiv passender als Patrick Stewart. Er ist Hollywood hässlich. Mehr werden wir nicht kriegen. Ja, ja, das stimmt. Mehr werden wir nicht kriegen. Ja. Ja, in der Sci-Fi-Serie von P.H. Moriarty gespielt. Den fand ich da tatsächlich sogar noch besser. Der hat ja auch eine Narbe gehabt am Gesicht, hat Balisette gespielt, war auch mehr so ein, weiß ich nicht, so ein kumpelhaftiger, bisschen
launischer Anführer der Armeen. Also da muss ich tatsächlich sagen, ist das die Besetzung der Sci-Fi-Serie besser aus meiner Sicht gewesen. Nichts gegen Josh Brolin. Toller Schauspieler, tolle Figur im Film, aber das war nicht Gurney. Aber Gurney hat die Narbe im Gesicht. Ja, ja, er hat sie. Ja, das meine ich auch, ja, damit. Moriarty hat ja auch eine. Nee, ja, Patrick Stewart hat auch eine. Nee, weil er vorhin jemand gesagt hat, er hätte keine und er hat eine ziemlich fiese, fette Narbe auf der linken Wange. Ja, aber sie ist halt nicht so, er ist ja, ja ein bisschen erstellt, doch, er hat eine. Und Patrick Stewart hat sie auch, in der HD-Version kann man es auch sehen. Ja, wenn man ganz genau hinguckt und dran sieht. Ja, also auf meinem VHS-Tape habe ich das nie gesehen, ja, aber man kann sie sehen. Dann haben wir Jason Momoa als Duncan Idaho. Passt wie Arsch auf Eimer, oder? Juvialer Typ. Finde ich super. Weiß ich nicht, ob der. Also, ich habe mit Duncan immer das Problem, ihn mir vorzustellen. Jason Momoa ist ein toller Duncan. Nichts dagegen. Aber ich weiß nicht, ob er wirklich Duncan ist. Also, er ist auf jeden Fall nicht Aquaman. Er ist nicht Jason Momoa, wie er sonst war. Er spielt irgendwas anderes und das ist okay. Aber, und Sascha, das hattest du ja auch schon angedeutet, ich weiß nicht, ob er die, und du ja auch, ich weiß nicht, ob er wirklich die anderen Duncans spielen könnte, wie er es müsste, die ja alle irgendwo unterschiedlich sind. Und, sagte ich ja vorhin schon, wenn er dann den ersten Herausforderung Duncan, dann das traue ich ihm tatsächlich nicht zu. Ja. Also, er ist toll. Also, ist toll, aber ich weiß nicht, ob er Duncan ist. Aber ich habe mal eine ganz andere wichtige Rolle, die möchte ich auf jeden Fall noch mal einwerfen, bevor das dann untergeht. Mhm. Was haltet ihr von den neuen Würmern? Boah, Mai. Salak, der halt sich bewegen kann, ne? Also ich fand die okay. Also ich fand auch die alten in der Lynch-Version im Rahmen ihrer Tricktechnik gut. Also freigezackten Mäuler haben mir gefehlt, ehrlich gesagt. Erstmal, die sehen auch viel zu weich aus. Sieht alles nach weichen, wubbligen Fleisch aus, nicht nach etwas, was schon seit Jahren durch die heiße Wüste kriecht. Das Maul sieht komisch aus. Ich weiß, er wollte, dass es aussieht wie ein Auge. Das Maul, das aufgerissene. Aber es sieht aus wie ein Arschloch. Das Böse ist ein Arschloch mit Zähnen dran. Also ich muss sagen, ich finde das Auftauchen der Würmer ist grandios, wie das mit dem zitternden Boden angekündigt wird. Das wird so richtig ausgekostet. Und ich muss sagen, was ich erst schlimm fand, diese langen Zähne, finde ich in einer Hinsicht nicht schlimm, weil das habe ich mir dann so genommen wie mit dem Wal, der damit quasi das Grill filtert, dass das Vieh so wirklich so durch den Sand rauscht und damit alles filtert. Allerdings ist es dann wieder doof mit den Chris-Messern, die ja eigentlich Zähne von denen sind. Da kannst du maximal Stückchen sein. Ja. Aber wie gesagt, also mir fehlt unglaublich dieses auch in den Büchern beschriebene dreiteilige Maul. Sind vorne einfach nur offen. Aber wo du das Auftauchen erwähnst, finde ich total schön umgesetzt in dem Film. Die Parallele zwischen der Wassermacht und der Wüstenmacht, nämlich dass die Wüste auf Arrakis quasi im Grunde genommen ein Meer ist. Der Sand verhält sich wie Wasser. Der Sand wirkt manchmal wie Wasser, was Sand tatsächlich auch manchmal macht. Als Anwohner eines ehemaligen Tagebaugebiets kann ich das bestätigen, dass es da sowas wie Rutschungen gibt. Und das wird hier unglaublich schön symbolisiert in diesem Film. Ja, absolut. Das fand ich auch wirklich, wirklich richtig. Bis auf den Klopfersand, den ich etwas albern fand. Aber gut, das ist ja nicht. Trommelsand ja, war auch in den Büchern. Trommelsand, ja. Ja, aber auch der Fremen-Dance, den sie halt mal machen und dann halt mal nicht machen und dann kommen Würmer und dann kommen halt mal keine Würmer. Also, das war ein bisschen. Mal am Tag, mal bei Nacht. Genau, ja. Am helllichten Tag, aber ja. Ist ja auch egal. Egal. Dann gehen wir mal zu den Bösen. Stellan Skarsgård, noch der zweite Schwede im Bunde. Kennt ihr aus tollen Serie Tschernobyl jetzt am Ende oder aus Fluch der Karibik bei den Avenger-Filmen oder bei den Thor-Filmen, genau zu sein, ist er dabei. Also den kennt man ja schon als Wladimir Harkonnen. Und es wurde ja in der Lynch-Version sehr viel an der Darstellung des Baron Harkonnen rumgemäkelt. Und hier ist es ja, wobei die Herzstecker finde ich immer noch geil, aber hier ist es ja doch eher buchgetreuer.
Und ich fand den eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wobei es mir langsam auf den Keks geht, dass Böse immer essen müssen. Ich habe mir nur gedacht, wenn er jetzt noch ein Apfel isst, dann beiß ich in den Sitz vor mir. Ja. Aber hat Gott sei Dank keinen Apfel gegessen. Aber er hat halt so wie der, wie hieß der in Herr der Ringe, der Verrückte. Der Truchsess, ja, das war so dieses Truchsess-Essen. Naja, genau. Mich hat total irritiert, dass der die Synchronstimme von William Riker hatte. Und ich dachte so, oh, Riker ist böse geworden. Thomas. Das ist Thomas Riker. Er hat ja die Koteletten abgenommen. Ja, bisschen zugelegt, ja. Naja, oh, das heißt ja nichts. Ja, also Synchronsprecher jedenfalls sehr ähnlich. Er hat wenig zu tun gehabt, außer dass er in der Pampe rumschwebt, dann sieht man ihn mal in der Mitte des Raumes aus der weiten Entfernung, dann hängt er an der Decke, weil er fast vergiftet worden wäre. Ja. Übrigens, die Vergiftungsszene fand ich toll. Ich freue mich, wie viel Giftgas aus einem kleinen Zahn rauskommt, aber da hatte ich ja meine Theorie geäußert, auch schon aus dem Buch raus. Das Gas entsteht erst, wenn der Stoff da drin mit dem Speichel oder ähnliches. Aber wie toll, die da alle umfallen. Also es ist nicht so cheesy wie in der anderen Verfilmung, dass dann halt der Baron wegschwebt, dann kommt Peter und guckt ihm ins Gesicht und dann hält er den für den Baron, dann kommt so eine kleine Wolke raus, da fallen alle um. Und der Baron überlebt nur, weil er den Körperschild aktiviert hat. Das fand ich toll. Das, auch wie sie dann in Schutzanzügen reinkommen und die Leichen rausholen zwei Tage später. Das super, super. Aber ich finde auch, also der Hakon-Darsteller war in dem Film verschenkt. Ja. Also er kam nicht über schlechtes Bond-Bösewicht-Niveau hinaus. Und ich weiß, dass der Schauspieler viel, viel mehr kann. Dafür, dass er 7 Stunden in der Maske saß an jedem Tag, hat er ein bisschen wenig zu tun gehabt, ja. Ja, das ist, der Film leidet sowieso darunter. Also das hatten wir, glaube ich, oder ich hatte es auf jeden Fall schon erwähnt, generell. Peiter ist ja faktisch nicht vorhanden, beziehungsweise nicht als Peiter, sondern der macht irgendwelche Dinge. Das ist mehr so ein Igor, der irgendwelche Dinge übernimmt. Dann hat man noch so einen Rabban, der eigentlich sehr devot immer zu seinem Onkel geht. Und dann hat man halt den Baron Harkon. Aber diese ganzen ikonischen Szenen aus dem Buch, die dann auch in den anderen Verfilmungen halt da sind, wo dann Peiter zusammen mit dem Baron den Plan erklärt und wo man merkt, dass der Baron eigentlich gar nicht mal so ein Doofer ist, und der was auf dem Kasten hat, jetzt okay, nicht beim Lynch-Film, aber halt bei der Sci-Fi-Verfilmung beispielsweise, ist das ja auch eher so ein planender Baron. Im Buch auch, im Buch belehrt er mehrfach Peiter. Ja, also, ja, und im Buch sowieso. Ja. Und das, deswegen ist es halt gerade so schade, dass ein Guter steht und fällt ja auch mit dem Bösewicht. Und der ist halt in diesem Fall sehr überschaubar. Auch wenn er groß ist, aber er ist trotzdem überschaubar. Oh, er fliegt einmal in die Luft. Oh, er spricht einmal mit Gaius Helene Mohaim. Und dann, weiß ich nicht. Ist alles oh, er so ein bisschen arbeitet in Öl. Ich meine, er badet in Öl. Das ist mir jetzt im Nachhinein nochmal aufgefallen, dass mich das total genervt hat dann doch, weil als ich mir die anderen Verfilmungen halt im Vorfeld nochmal angesehen hatte jetzt, das war ja immer so, ich lebe noch, der kann mich nicht töten, ich lebe noch, also dieses ganze Dynamische, die da ist, und der ist halt, ja gut, der ist halt halb vergiftet und muss erstmal wieder aufgepäppelt werden. Also da hätte der auch so ein bisschen den Bekloppten raushängen lassen können und die gerade reinkommen, sagen, ha, ich lebe, tschakka. Und das war bei den anderen, fand ich dann irgendwie sehr, sehr ikonisch wiederum. Mhm. Darf ich mal sagen, dass ich glaube, dass sie das wirklich nur für das Visuelle gemacht haben, dass er wie das Böse aus diesem Öl raussteigt. Also ich hatte da so leichte TNG-Vibes mit einem Macht gewissen... Macht sich gut im Trailer, ja. Hm. Ja, ja. Also ja, so, aber auch das Rumkauern an der Decke, das ist ja eigentlich nicht so würdig irgendwie gewesen. Nee. Ja, ach, also das an der doch, also ehrlich gesagt, dass er ein körperlicher Feigling ist, das passt für mich schon. Ja, dass aber dann er wirkte da so halt nicht annähernd so intrigant. Also er war, ich finde in den Büchern auch, in den anderen Verfilmungen, also abgesehen von Lynch, da ist er wirklich grauselig, aber auch in der Serie, er ist ein Puppenspieler. Mhm. Ja. Das kommt hier nicht annähernd so rüber. Ich bin gespannt, ob sein, er hat ja am Ende dann auch trotzdem Schiss vom Imperator, wie das umgesetzt wird. Ich bin sehr gespannt. Letzter im Bunde der bekannten Nasen ist dann Javier Bardem. Kennt ihr aus Skyfall als Bösewicht, kennt ihr aus Fluch der Karibik, Salazars Rache aus No Country for Old Men.
Und jetzt letztens eben noch aus Wege des Lebens, Road Not Taken. Müssen wir noch ein bisschen abwarten, oder? Das, was man gesehen hat, war aber ganz cool. Ist für mich ein guter, ist für mich ein guter Stilgar. Nach Uwe Ochsenknecht der beste Stilgar. Ja. Ja, wobei der hatte für mich so ein bisschen Ochsenknecht-Vibes in der ersten Szene, wo er da durch die Tür gekommen ist. Oh Gott, nein, bitte nicht, nein. Ah gut, das ist doch der Neue. Ja, das war schon ein bisschen gruselig. Und da war ich auch ein bisschen enttäuscht sogar nach dieser Szene, die total sinnbefreit war, die ja auch eine gewisse Tiefe im Buch hatte. Also nicht nur einfach auf den Boden spucken und alle das ganze Kino lacht, sondern da war ja ein bisschen auch was drin, auch dass von da ab dann Duncan zwei Herren dient und all diese Dinge. Das kam für mich da nicht so wirklich raus. Und das lag auch tatsächlich stark am Spiel von Javier Bardem in dem Moment, in dem ich das irgendwo nicht so wirklich abgenommen habe. Dann später in der Wüste, da hat er sich dann gefunden, denke ich. Also da hatte er dann, das lag vielleicht auch an der Umgebung, dass er das irgendwie so gechannelt hatte und dass das irgendwie für ihn dann besser gepasst hatte. Da habe ich ihm das komplett abgenommen, auch dieses Anführertum einfach. Ich glaube aber auch, dass jetzt in der Halle da mit dem Spucken, was ja sonst, glaube ich, im Buch findet, ist ja draußen in so einem Zelt statt, meine ich, ne? Bei einer Besprechung. Ist ja aber auch egal. Das sollte halt auch so gezwungen lustig sein. Und da fand ich, da passte er nicht rein. Also dieses leicht das passt nicht. Der Typ ist ernst und diese Anführerrolle, die er da in seiner Wüste hatte, das passte besser. Und diese pseudolustige Szene mit dem Spucken, so wie sie da dargestellt wurde, ja, stimme ich dir zu. Finde ich, passt null. Ja, im Chat wird noch angemerkt, sind vielleicht Lynchs Dune und Villeneuves Dune am Ende ein Dokument für die Erzählstile ihrer Zeit? Lynch experimentelle, psychedelische und manchmal lächerliche Szenen, Villeneuve ohne Erzählrhythmus, dafür Schauwerte Style over Substance. Ich gebe die Frage mal so als Abschlussfrage mal so in die Runde. Sind es Werke ihrer Zeit? Und wird man beim Villeneuve-Film auch mal so hängen bleiben, wie ich eingangs sagte, dass ich beim Durchsappen gerne beim Lynch-Film hängen bleibe? Ist das was, was ihr euch nochmal einwerfen werdet in den Blu-ray-Player und sagt, ach, heute Abend gebe ich schon mal den Lynch-Film oder den Villeneuve-Film? In einem gewissen Teil ist es, glaube ich, korrekt, die Aussage. Also es ist diese klassisch 2020er, 2010er dystopische visuelle Darstellung mit den vermatschten Farben, die wir auch schon von den Marvel-Filmen kennen. Es gibt keinen vernünftigen Schwarzton. Es ist alles grau. Selbst Arrakis ist irgendwie nicht strahlend hell, wenn man rauskommt, sondern das ist alles irgendwie auch so grau, diesig. Auch der Sandsturm. Gut, Sandsturm sieht man eh nicht viel. Ich glaube, natürlich ist der Film ein Kind seiner Zeit. Da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Und auch der Lynch-Film ist ein Kind seiner Zeit. Und auch die TV-Serie ist ein Kind ihrer Zeit. Also ja, natürlich spiegelt es immer die Zeitraum wieder, wo ein Film oder eine Serie entstanden ist. Ja, da würde ich aber ganz kurz mal eingreifen. Würdest du dann sagen, dass die Peter Jackson-Filme auch ein Film ihrer Zeit sind, weil die sind für mich doch zeitlos. Ja, die CGI ist auch schon ziemlich schlecht gealtert teilweise bei Herr der Ringe, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ja gut, jetzt mal abgesehen, aber sie sind lange weit weg vom Cyber. Und ganz ehrlich, wenn du, ich kann übrigens an der Stelle jedem nur mal empfehlen, schaltet bei euren Fernsehen sämtliche Enhancer aus, ja. Also sämtliche Bildverbesserungsmethoden, schaltet die bei euren neuen Smart-TVs alle ab. Die holen nämlich aus zu viel raus und dann wirkt nämlich, das habe ich nämlich festgestellt bei, gerade bei Herr der Ringe, wenn du das nämlich abschaltest, dann wirkt der Gollum nämlich durchaus wieder wie aus einem Guss. Wenn du diese ganzen Enhancer anschmeißt, dann sticht der wirklich als CGI-Charakter raus, weil der dann nochmal so extra crisp gezeichnet wird. Und kann ich an der Stelle nur empfehlen, schalte diese ganzen Verbesserungen, ich mache gerade große Anführungszeichen für alle, die später als Podcast hören, schalte die ab, das ist großer Kappes. Ich habe genau über auch Herr der Ringe mit Pike gesprochen, als wir aus dem Kino kamen und wir sagten, was der große Unterschied ist zwischen Dune und Herr der Ringe, ist, dass man bei der Herr der Ringe tatsächlich relativ schnell ein Ziel hat. Ja, also man weiß, aha, hier ist der Ring, der muss in den Vulkan. So, viel Spaß, drei Bücher sind unterwegs. Wir wissen nicht, welches Ziel Paul hat. Also wir wissen natürlich, er wird irgendwann mal irgendwie diesen Dschihad starten, aber er will es ja eigentlich auch gar nicht.
als unbedarft in den Film hineingehender Mensch stelle ich mir die Frage, worauf läuft das eigentlich am Ende hinaus? Ich weiß es nicht. Und insofern ist diese Story von Herr der Ringe insofern zeitlos, als dass sie eher klassischer ist. Klassische Heldenreise. Es ist eine klassische, im wahrsten Sinne des Wortes, eine Heldenreise. Und bei Dune ist es halt keine Heldenreise, sondern ja, am Ende hat man auch den Helden als Anti-Helden und einen etwas merkwürdigen Duncan Idaho. Und ja, schwierig. Deswegen, was Kolja gesagt hat, stimmt ja auch. Also jeder hat sich dann einen Aspekt rausgepickt aus diesem riesen Epos, den er da näher beleuchten will. Und das hat halt Herr Villeneuve vor allen Dingen halt das, zumindest im Teil 1, worauf es dann im zweiten hinausläuft, weiß man ja nicht, sofern es einen gibt, ist es halt das Familiendrama, ist es nicht, aber die Beziehung zwischen Paul und seinen Eltern im Grunde genommen. Und der Schwerpunkt liegt hier, insofern ist es schon wieder ein Kind seiner Zeit, auch sehr auf der Sicht von Außenstehenden. Ich glaube, dass das Intro von Chani gesprochen wird, ist ein ziemlich deutliches Zeichen, was er da gesetzt hat. Ja, ja, klar. Und in dem Sinne ist es auch Kind seiner Zeit, weil er hat halt dieses, da kommen wieder die Fremden, die unseren Planeten ausbeuten. Das sind ja alles so Themen der Jetztzeit. Und da hat er, glaube ich, für sich was gefunden, wo er greift. Was ich ja gesagt habe, was ich kritisiert habe, was fehlt, ist halt dieses, wie man aus Dune eine grüne Oase macht. Das hat er komplett erstmal rausgelassen oder halt minimal nur drin gehabt. Für ihn war anscheinend interessanter dieses, oh, da kommen die Außenweltler, die kommen mich zu unterdrücken oder nicht, ich will mal schauen. Und das ist der Rahmen, in dem das jetzt alles passiert, diese Familiengeschichte, um zu zeigen, nein, die sind gar nicht so. Also und das ist halt die gesamte Story. Also ich musste so ein bisschen innerlich schmunzeln, als du sagtest, hier ist der Ring bringen in den Vulkan. Das müsste man jetzt mal, hier ist der goldene Pfad, finde ihn. Ne? Das ist genau. Ja, dann so der Auftrag gewesen. Auf der einen Seite ist es ein Kind seiner Zeit, auf der anderen Seite nicht. Genauso wenig wie der Lynch-Film, weil das war halt nicht der typische Film in diesem Jahr. Also genauso wenig wie das jetzt ein typischer Film für die heutige Zeit ist. Er benutzt halt Bildsprache, wie die Marvel-Filme, diese ganzen Bildfilter, die Farbfilter. Aber schlussendlich die Art des Erzählens, genau wie 2049 hier, Blade Runner, ist auch aus der Zeit gefallen irgendwo, zeitlos ein bisschen. Das passt nicht da rein. Und genauso war der Lynch-Film. Also kein anderer Film in diesem Jahr war wie der Lynch-Film. Der andere große Science-Fiction-Film, der zu der Zeit angekündigt wurde, war Buckaroo Banzai. Ich hatte so die Wahl, gehe ich in den oder in Dune rein. Ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Zu beiden gab es zur gleichen Zeit die Comics, die habe ich mir dann beide gekauft. Also die waren so ein bisschen parallel unterwegs damals. Und aber der war ja total anders. Das war mehr so ein Actionfilm. Action und witzig. Banzai ist abgedrehter Scheiß und ich liebe ihn dafür. Ja, also bei alle Filme, auch die Sci-Fi-Serie, sind aus ihrer Zeit und dann auch wiederum irgendwo nicht. Also man muss natürlich das nehmen, was man hat. Ne, wenn man halt nur diese Kamera hat, benutzt man nur diese Kamera. Aber wie die benutzt wird, die ist schon sehr speziell. Und das wiederum ist beim Herrn der Ringe anders. Das ist ja eine sehr gefällige Art, eine Geschichte zu erzählen. Und vielleicht auch deswegen so nahbar einfach, weil das ist halt, und da ist halt auch das, was später bei Marvel perfektioniert wurde, dieses Witzige, wo die Charaktere miteinander Spaß haben und da werden zwar Leute abgeschlachtet, aber ist trotzdem irgendwo witzig und das hat Dune ja überhaupt nicht. Da, wenn da jemand stirbt, das hat was, das hat eine Bedeutung, wenn jemand stirbt. Also, dass sich Duncan für Paul opfert, dass er sein Schild in dem Moment ist, das ist ja was tief in einen reingehen sollte, aber man ist ja inzwischen was ganz anderes gewohnt. Man ist ja eher Marvel gewohnt, wo alles locker flockig ist und ja, dann opfert sich einer, der kommt bestimmt im nächsten Teil wieder oder so. Heißt aber noch einen schwierigen Spruch, bevor er stirbt. Genau, und das haben wir da zum Glück nicht gehabt. Ja, aber ich konnte halt mit keinem dieser Charakter irgendwie bonden, also mit keinem. Ich finde die alle unsympathisch. Ich fühle mich, ist wurscht, wer da jetzt stirbt, das ist mir total egal. Das hat mich überhaupt nicht berührt, bei keinem einzigen. Da hat mir ja Linda Hunt in der Lynch-Verfilmung noch mehr leid getan. Aber ja, nee, also ich kann halt wirklich, diese Charakter sind für mich unnahbar. Das betrachte ich alles sehr distanziert. Ich
habe auch, glaube ich, das Gefühl, es ist völlig unmöglich, aus diesem Film ein Franchise à la Star Wars, Star Trek oder Marvel zu machen. Das hätten die Filmstudios vielleicht gerne, weil sie halt Material für 1000 Filme haben. Aber ich glaube, das ist ein Material, das, wenn du es nicht völlig zerfledderst und in Anführungszeichen vergewaltigst, wirst du niemals das auf Massentauglichkeit trimmen können. Oder es gibt vielleicht, das weiß ich nicht, andere Geschichten, die zugänglicher wären, mit denen man hätte anfangen müssen, um damit die Leute zu catchen, um ihnen dann irgendwann den Kram vorzusetzen. Glaube ich aber ehrlich gesagt nicht, weil so wie ich das von euch jetzt mitkriege, wird es hinten raus nicht besser. Ja. Ich sag mal halt, die Prequel-Romane könntest du vielleicht leichter verfilmen, die sind actionreicher und so weiter. Allerdings ziehen die auch viel daraus, dass du weißt, was sich daraus entwickelt. Okay. Das ist es. Aber jetzt noch mal zu den beiden Filmen im Vergleich. Also, wie sie alle schon sagten, es sind einerseits Kinder ihrer Zeit, andererseits auch nicht. Ich finde aber, beide Filme haben jeweils ein Problem. Der Lynch-Film ist das Problem, da gibt es einmal die Vision, die Lynch hatte, obwohl er wenig Zeit hatte, und das, was das Studio ihm reingeredet hat. Dadurch wird dieser Film nicht homogen. Und der von Villeneuve hat das Problem, dass er im Endeffekt nur ein Teil ist von einem großen Film. Und jetzt für sich alleine stehen muss. Also ich sag mal, das finale Urteil kann ich für mich wirklich nur geben, wenn der zweite Film irgendwann draußen ist und ich gucke mir die hintereinander weg an. Weil so, du merkst, es ist ein Teil. Man weiß doch, oh, da kommt was Großes, aber es ist im Endeffekt, der Film gibt einem keine Befriedigung. Die zögert sich jetzt noch auf die nächsten Jahre raus. Und auch jetzt zum Vergleich mit Herr der Ringe, ich kann halt auch nur bestätigen, Herr der Ringe ist eine klassische Erzählform, klassisches Motiv. Und dadurch konnte man sich es bequem machen, sich da ein bisschen dran entlang zu hangeln. Es ist im Endeffekt, ich meine, Tolkien hat sich ja auch bewusst an den alten nordischen Sagen entlang gearbeitet. Und das merkt man auch. Natürlich sind so viele bekannte Sachen drin. Man kann mal zwischendurch ein bisschen weggucken, verpasst nichts. Du hast ein bisschen Spaß. Es war im Endeffekt eine etwas zugänglichere Erzählform als dieses komplett neu strukturierte, komplexe Konstrukt, was Dune anbietet, mit Religion, mit Politik, was alles ineinander verzahnt, was die Sache auch viel, viel schwieriger macht zu erzählen. Deswegen wäre ich immer noch ein großer Verfechter, wenn wir einmal schon vorhin Game of Thrones angesprochen haben. Also ich hätte vermutlich den Stoff auch nicht ins Kino gebracht, sondern ähnlich wie Game of Thrones in mehreren Staffeln als langes TV-Epo mit dem Budget von Game of Thrones oder mit dem vielleicht noch ein bisschen mehr. Ja, also ich glaube, das hätte sich angeboten bei dem Stoff, weil man kann es nicht in einem Film erzählen und ob man die Leute tatsächlich in einen zweiten kriegen kann, das steht noch in den Sternen. Und bei den ganzen Intrigen hättest du Leute damit gecasht. Ja, das ist richtig, wenn du da so ein House of Cards draus machst. Ja. Weil wir sowas im Fernsehen mittlerweile gewohnt sind. Und ich glaube, im Kino sind wir sowas nicht mehr gewohnt. Das ist richtig. Das große Problem. Richtig, im Kino gehst du momentan rein, du willst abschalten. Obwohl, ich mag es auch wieder, dass er es auch bewusst wieder anders gemacht hat. Aber worauf ich ja dann noch gespannt bin, ist die Bene Gesserit-Serie. Mal gucken, was sie daraus machen. Ja. Bitte, was? Eine Bene Gesserit-Serie? Ja, und die wird jetzt angekündigt. Ja, und wenn die vielleicht noch vor dem zweiten Film schafft und die ist erfolgreich, dann kann die vielleicht auch noch den zweiten Film wieder pushen. Weil die Bene Gesserit bieten sich an mit ihren, die stecken hinter fast allen politischen Intrigen. Mit ihrem Zuchtprogramm, die beeinflussen die ganzen Häuser so extrem. Also das bietet sich wirklich für einen Serienstoff an. Und ich denke mir halt, wenn das einigermaßen zündet, dann kann auch ein zweiter Film noch kommen. Dann werden vielleicht auch Leute wieder sich noch mal den ersten Film kaufen. Aber die Serie, also da sehe ich positiv entgegen. Ja, würde ich sagen, hören wir doch auf dieser positiven Note nach fast zwei oder über zwei Stunden Dune-Talk auf. Ich glaube, dass wir können festhalten, das ist jetzt, weiß Gott, kein Schrott, der da im Kino ist. Ganz im Gegenteil, das ist schon großes Kino, definitiv im wahrsten Sinn des Wortes großes Kino. Guckt ihn euch im Kino an, solange er noch läuft. Schaut ihn euch auf jeden Fall im Kino an. Und ich sag mal, wenn ihr danach mit Dune nichts anfangen könnt, dann liegt es nicht an euch. Dann ist es einfach nicht euer Stoff. Aber nehmt euch die Zeit. Also gebt dem Film eine Chance und nehmt euch die Zeit. Achtet drauf, das ist kein Popcorn-Film. Das ist, seid euch bewusst, da muss man aufpassen. Man muss sich dem wirklich auch mal hingeben, den Film, für 2,5 Stunden.
Ganz genau. Also Handys ausmachen und wie gesagt, schaut ihn euch nicht irgendwie, saugt ihn euch nirgendwo oder sonst irgendwas. Das bringt nichts, das auf dem Handy zu glotzen. Das, dann könnt ihr es auch wirklich lassen. Aber man muss auch so ehrlich sein, wenn euch der nicht catcht, dann werden es die anderen Verfilmungen auch nicht können. Und dann kann ich euch höchstens nur noch empfehlen, versucht es halt doch mal mit dem Buch. Denn, und das muss man sagen, das Buch ist definitiv einfacher zu lesen als zum Beispiel, und dann hören wir jetzt das letzte Mal auf, das Wort Herr der Ringe zu sagen, als Herr der Ringe. Herr der Ringe finde ich extremst langatmig zu lesen. Es wird dauernd unterbrochen mit irgendeinem Unsinn, irgendeinem seitenlangen Gedicht, Lied etc. Das ist hier Gott sei Dank nicht der Fall. Der Gurney singt zwei Zeilen und dann ist fertig. Dann geht das Gott sei Dank weiter. Sowas hasse ich nämlich. Erst zu Ende, wenn der dicke Gurney gesungen hat. Ja, so sieht es nämlich aus. In diesem Sinne, Sascha, Raphael, Kolja, vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal ein Abo für diesen Kanal da auf Twitch oder auf YouTube, Däumelein nach oben. Und natürlich eine E-Mail an info@nerdizismus.de. Ihr könnt uns auch eine WhatsApp schreiben an die. Jetzt muss ich hier gerade mal eben schnell schauen. Das kann ich hier nämlich verschieben. Genau, ich blende mal hier das ein. An die 015259647709. Oder ihr kommt auf unseren Discord, nerdizismus.de/Discord. Dort könnt ihr noch weiter diskutieren. Da würden wir natürlich von euch gerne wissen, wie ihr denn das Ganze seht. Hier im Chat waren ja schon rege Beteiligungen. Wir haben nicht alle vorlesen können, aber ich habe schon mitgekriegt, dass es durchaus beide Meinungen gibt. Und das bleibt auch allen unbenommen. Wie geht's hier bei Nerdizismus weiter am Donnerstag? Schauen wir, dass wir über What If endlich mal reden. Wir haben da noch einiges aufzuholen. Wir müssen euch auch noch ein paar Besprechungen für Lower Decks nachliefern. Nächste Woche Dienstag bin ich mit dem Andreas vom Discovery Panel hier wieder am Start, wenn wir unsere Nischenshow über The Walking Dead machen. Und also wegen der Quote haben wir letztes Mal gesagt, machen wir den Podcast definitiv nicht mehr, aber es macht einfach Spaß, da zu gucken. Ansonsten könnt ihr uns wieder live sehen am 10. Oktober, glaube ich, 10. 11. Oktober auf der MagicCon in Bonn und dann eine Woche drauf am 16. 17. MagicCon und 23. 24. FedCon in Bonn. Da sind wir jeweils Samstag und Sonntag da mit einem Nerdquiz und einem Castblast. Und da könnt ihr uns auch live treffen und mal Hallo sagen. Da freuen wir uns natürlich auch immer. Und in diesem Sinne, machtet Jord. Ich bedanke mich nochmal bei allen, die heute hier im Chat dabei waren. Ich bedanke mich bei dem Panel, dass ihr so lange durchgehalten habt, dass wir so eine schöne Diskussion hatten. Ich weiß, man könnte stundenlang über Dune reden. Und vielleicht schieben wir auch nochmal eine zweite Folge hinterher. Aber jetzt machen wir erstmal Schluss für heute. Machtet Jod. Ciao. Tschüss. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.